wir müssen Entwicklungspolitik benutzen, entwicklungsorientiert arbeiten, um die Ungleichheit zu mindern. Wir müssen unsere Wirtschaftspolitik umstellen. Tatsächlich ins Spiel kommt im Moment aber in den Verhandlungen, wenn es konkret um diese Frage der Externalisierung geht, um Rücknahmeabkommen und Ähnliches geht, kommt ja Entwicklungspolitik als etwas, was als Bonbon versprochen wird, wenn man sich willig zeigt. Also was insbesondere in nordafrikanischen Ländern versprochen wird, da werden wir dann was machen, da kriegt ihr dann was, wenn ihr euch willig zeigt, für uns die Aufgabe zu übernehmen, keine Flüchtlinge durchzuziehen. Du warst ja nur bis vor kurzem, bis du hier angefangen hast, noch selber im BMZ. Auch das BMZ spricht ja ganz viel über Kohärenz der Politik. Wirst du sowohl als Bruch für die Welt als auch als ehemalige BMZler nicht verrückt, wenn du solche Ansätze denn verfolgst? Und wie, was kann man dazu sagen? Ja, danke für die Frage. Also ich spreche natürlich jetzt nur für Brot für die Welt und fürs BMZ, ich weiß nicht, muss vielleicht Herr Springen, um der Kohärenz der Außenpolitik auf das BMZ mitzusprechen. Also es ist natürlich schon erstaunlich, dass eigentlich eine Entwicklungspolitik eine unheimliche Konjunktur hat, weil die ganze Zeit hört man Angela Merkel, Schäuble, sagt, Fluchtursachenbekämpfung, wir brauchen mehr Entwicklungspolitik, das ist die Lösung der Krise, sodass eigentlich man zum einen natürlich als Entwicklungspolitiker ganz begeistert ist und sich freut, das Thema hat Konjunktur, man hofft auf die Etataufwechsel und gleichzeitig, und das haben wir heute den ganzen Tag gehört, sieht man natürlich, dass die Wirklichkeit dem diametral entgegenspricht. Denn was wir sehen, ist ja nicht mehr Fluchtursachenbekämpfung, wir sehen mehr Flüchtlingsbekämpfung. Wenn man aber in die Budgets guckt, beim Auswärtigen Amt bin ich mir nicht so sicher, aber beim BMZ kenne ich es etwas genauer, ist ja so, dass die wirkliche Fluchtursachenbekämpfung eigentlich strukturelle Entwicklungspolitik sinkt. Man hat die Mittel für die langfristige Entwicklungszusammenarbeit drastisch zusammengekürzt. Insbesondere für die KfW in der finanziellen Zusammenarbeit und hat dafür dann die kurzfristigen Titel, die dann vielleicht auch in Konkurrenz oder im Gleichgang zu den kurzfristigen Titeln der humanitären Hilfe im AA steht, die hat man aufgestockt. Aber insgesamt sehen wir bei einem konstanten Budget eben eine Umwidmung der Titel und auf europäischer Ebene sehen wir das Gleiche, wo aus dem Europäischen Entwicklungsfonds knapp 2 Milliarden abgezweigt wurden, um diesen Projekten, den afrikanischen Treuhandfonds, Finanzierung von Khartoum und Rabat-Prozess eigentlich zu finanzieren in Valletta. Insofern werden da Bonbons ausgegeben, aber es sind eigentlich nicht Bonbons, die Entwicklungspolitik machen, sondern es sind Bonbons, die eben kurzfristige Versuch machen, kurzfristig die Flüchtlingsströme zu stabilisieren. Und man hat eben ganz massiv natürlich den Eindruck, dass dieser Kurzfristgedanke eben letztendlich einer Abschottungslogik entspricht und nicht eingebettet wird in einen langfristigen strukturellen Ansatz, wo man dann eben letztendlich dieser Externalisierung der Abschottung verhaftet bleibt, aber den Gedanken, eine afrikanische Perspektive einzunehmen, zu fragen, was langfristig die Menschen in den Ländern hält, eben vielleicht als Gegenkonzept Weltinnenpolitik zu verfolgen, dass dieser Gedanke ganz und gar verloren geht. Und vielleicht darum auch schon eine Überleitung zum nächsten Diskutanten zu schaffen. Man sieht natürlich auch, dass dieses Versprechen, was gegeben wird in der Migrationspolitik, dass man auch Anreize, positive Anreize setzt, dass wenn die Länder mitmachen, dass man dann eben zum Beispiel kurzfristige Migration erlauben würde, dass da eigentlich nicht viel passiert. Also wir sehen, die Bonbons werden in Aussicht gestellt, in Wahrheit wird die langfristige EZ gezogen und auch auf anderen Feldern der Kohärenzfrage, was du besonders betont hast, in handelspolitischen Fragen, in migrationspolitischen Fragen, die Bonbons, da realisiert sich eigentlich wenig. Und insofern ist eigentlich nur dann die Lage eigentlich relativ enttäuschend, dass man eben sieht, dass die Kohärenz weiter weg ist. Danke, Sie ahnen das schon, ich sehe, dass jetzt alles auf Sie zukommt, als Vertreter der Bundesregierung. Kohärenz ist aber ein gutes Stichwort tatsächlich. Täuscht denn der Eindruck, oder ist der Eindruck aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Arbeit im Auswärtigen Amt auch so, dass eigentlich das gesamte Bestreben derzeit darauf ausgerichtet ist, zu sagen, wir müssen diese Bundesregierung retten, sie steht ganz fürchterlich allein da, wenn nochmal so viele kommen, dann wird das nichts mehr, wir müssen jetzt alles tun, um die Zahlen einfach ganz, ganz schnell runterzukriegen, koste es, was es wolle, und auch unter Aufgabe bisheriger sowohl entwicklungs- als auch außenpolitischer Prinzipien. Thank you.
jetzt erwarten Sie von dem Krawattenträger den Kontrapunkt. Ja? Wir müssen tatsächlich, nicht als Aufgabe der Ministerien, sondern gerade in dem Kreis, diese Bundesregierung retten. Jetzt spreche ich mal sozusagen hier als normale Homo Politicus und nicht als Beamter. In dem evangelischen Haus schließen Sie die Bundeskanzlerin, und für meinen Außenminister kann ich es aussagen, der auch kürzlich gebunden ist, schließen Sie ihn abends in ihr Nachtgebet ein, dass die eine Regierung sein. Ja? Kretschmann ist ein interessantes Thema. Sie wissen, die Grünen sind ja inzwischen, gelten als die tragende Partei für die evangelische Kirche. Haben das Interview gelesen mit Palmer in dem letzten Spiegel? Wir sollen uns nochmal bitte schön verabschieden, und jetzt halt kein Ponyhof und kein Bip Langstrumpf damit. Ja? Die Integrationsbeauftragte in Baden-Württemberg, ich glaube, die kommt aus Berlin, sagt, man möge nochmal die Asylleistungen kürzen. Ja? Also, es ist nicht so ohne. Und in dem Zusammenhang, ein anderer Punkt noch, nach 1990 hieß es immer, oje, oje, Thatcher, Mitterrand damals auch noch, das deutsche Europa. Wollen wir deutsches Europa? Nein, wir wollen ein europäisches Deutschland. Das heißt, orientieren wir uns doch mal bitte an den Europäern. Wenn wir nach dem Riegel fahren würden, würde eine Merkel auch nicht mehr in der Politik festhalten. Also insofern tatsächlich sollten wir mal schauen, wie schaffen wir in Deutschland die nötige Überzeugung, dass wir an der jetzigen Politik festhalten, und damit stehen wir inzwischen tatsächlich ziemlich allein. Und das erleichtert unseren Job hier nicht. Sicherheitspolitik. Ganz kurz noch. Weiß nicht, wer von Ihnen oder Ihren Kindern Game of Thrones liest. Also im Vergleich zu dieser blutbadenden Geschichte ist also die Lage dieses Game of Thrones ist auch ein Kinderspiel im Vergleich zu den Interessenlagen, Konflikten, wie sie im Großraum Türkei mit Kurden, mit Syrern, Irak, Saudis und Schiiten in verschiedenen Schattierungen sich abspielt. Mein erster Auslandsposten war 90 bis 92 während des Golfkriegs in Saudi-Arabien. Das war nicht der erste Golfkrieg, von dem wir gerne reden. Das war der zweite Golfkrieg. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Hunderttausende von Toten Saddam Hussein seinerzeit in seinem vom Zaun gebrochenen Krieg, übrigens teilweise mit westlicher Aufrüstung dann auch wieder, gegen den Iran veranstaltet hat. Wir nehmen Sachen eigentlich erst dann wahr, wenn es sich bei uns in den westlichen Medien abspielt. Und einer der interessantesten Abende, das war 92, da war ich wahrscheinlich unter Verstoß gegen etliche Reiseverbote, mal in den Libanon rübergeflogen, in der Spätphase dieses Bürgerkriegs. Ich hatte dann über zwei Abende ein hochintensives Lehrstück mit dem damaligen oder dem ehemaligen Generalstabschef der libanesischen Armee, der mal erklärt hat, dieses Zusammenspiel zwischen den Aleviten, die Syrien damals noch unter dem alten Massad sehr fest im Griff hatten, mit den verschiedenen christlichen oder auch Drusen im Libanon bis runter zu Israel. Wenn die Israelis mal wieder die Hezbollah in der BK-Ebene bombardierten, sagten sie den Syrern vorher, wir kommen und kamen die Flughöhe an. Die Syrer machten ein Feuerwerk erster Klasse, die endete aber sozusagen 500 Meter unter die israelischen Maschinen, und dann bombardierten die israelischen Maschinen die Hezbollah und flogen wieder zurück. Also das hat eine hohe Tradition, oder wenn gegen die Drusen gekämpft wurde, nahmen die Urlaub von der Armee und rückten dann sofort wieder ein, Urlaub auf Ehrenwort wurde bei den Offizieren dann wieder zurückgenommen, wenn es wieder gegen die Syrer geht. Also das da unten zu verstehen, ist hochproblematisch. Das können wir gerne weiter rausführen. Migrationsdruck. 1950, nach allen Ausmordungen unter den Nazis, Black Lives hier, Stalinismus und so weiter und so fort, 1950, nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte Europa, im Großteil der heutigen Europäischen Union, doppelt so viele Einwohner wie Afrika und die arabische Welt zusammen. 100 Jahre später, 2050, werden wir allein 8-mal mehr Einwohner in Subsahara-Afrika haben als in Europa. Die Zahlen muss man sich in aller Ruhe auf den Zähnen zerlegen lassen. Wenn es heißt, Fluchtursachen bekämpfen, Wohlstand aufbauen, so ideale Vorstellungen, wenn sich ein Land entwickelt wie Südkorea, aus der Zeit des Koreakriegs, sozusagen der arme ländliche Teil war, da war nämlich Nordkorea, der seinerzeit mit Schweden ist auch modernere Teil. Da haben wir so die Vorstellung, wenn man sich so entwickelt wie Korea, haben wir keinen Migrationsdruck mehr, mag sein. Nur,
wenn es gelingen sollte, in Schwarzafrika, wo wir eigentlich alle arbeiten wollen, eine Entwicklung in die Gänge zu bringen. Zunächst einmal werden wir vielen Leuten überhaupt die Gelder verschaffen und überhaupt die Vorstellung, dass es etwas gibt außerhalb der eigenen fußläufigen Umgebung, wo es lohnt hinzukommen. Das heißt, wenn wir anfangen, in Subsahara-Afrika die Wirtschaft zu entwickeln, wird es sogar erst nochmal zu einem Anstieg führen. Da müssen wir weg. Aber diese Frage der Migration, wie wir damit umgehen, wird für die kommenden 50 Jahre, weiter will ich gar nicht mehr reden, aber 50 Jahre wahrscheinlich eins der beherrschenden Themen sein, irgendwelche Staaten hauen sich gegenseitig Atom um. Das wird die Herausforderung sein und da müssen wir tatsächlich über die Ministerien zusammenarbeiten und ich würde hier im Kopf und Kragen, wenn wir mal alle einzelnen Eitelkeiten irgendwelcher Minister außen vor lassen, habe ich eigentlich auch schon das Gefühl, dass die Ministerien summa summarum zusammenarbeiten. Und das gilt für das BMZ, das gilt für BMI, das Auswärtige Amt, das sind meine klassischen Spielkameraden in dem Bereich, Justizministerium, Wirtschaftsministerium, in dem Zusammenhang auch. Lass uns damit erstmal beginnen. Wahrscheinlich habe ich schon genug Anstoß hier gegeben, dass wir dann die Diskussion dann fortsetzen können. Wir können in dem Fall fortsetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie jetzt eigentlich auf die Frage, ist jetzt alles darauf ausgerichtet, Europa abzuschotten, geantwortet haben? Nein, es ist nicht darauf alles ausgerichtet. Das Asylrecht wird weiter bestehen bleiben. Solange keiner kommt. Und wir haben auch vorher schon Asylentscheidungen. Oder Asyl ist ein Einzelrecht. Und Asyl, das war die endgültig unbeliebt, schützt vor unmittelbarer Verfolgung. Asyl, um jetzt mal wirklich hier Gas in die Diskussion zu geben, bedeutet kein Wahlrecht, wo ich meinen Schutz habe. Ja? Also innerhalb Europas stehen wir im Augenblick mächtig alleine da, weil die anderen Staaten abschotten. Ich habe die Situation in Frankreich erlebt, ich war auf Posten gewesen. Die wollen nicht, weil sie einfach unter dem Druck stehen, einer jeweils von rechten, rechtspopulistischen Regierungen, und seien wir doch mal heilfroh, dass die AfD, die uns allen, ich ziehe mich da ausdrücklich zu, sicherlich widerwärtig ist, in ihrer Unanständigkeit, weil einfach der Anstand fehlt. Seien wir doch mal heilfroh, dass die immer mit diesem unsäglichen Blut- und Bodengeraune dann ankommen und dann in dieses völkische Geschwafel abrutschen und eben bisher keine passabel telegenen Gestalten haben, wie sie leider Gottes die anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa inzwischen haben. Gut, wir haben Gott sei Dank. Das Einzige, was wir aus der Nazizeit vielleicht mitgenommen haben, eine gewisse Immunisierung gegenüber zu platten Slogans. Das ist bei anderen europäischen Staaten nicht so ausgeprägt. Alle anderen oder die meisten anderen europäischen Staaten stehen unter dem Druck von einem harten rechtspopulistischen Strömungen, die hier in Deutschland wir bisher Gott sei Dank unter dem Deckel haben. Also ich sage nein, wir schocken uns. Wir sind so offen, wie es uns im Augenblick noch möglich ist. Sie wussten schon, ich ist so unruhig auf den Schulen. Ja, mir fallen da einige Vergleiche nicht, oder vielleicht auch doch. Also, ich meine, warum geht es im Moment? Es geht darum, um die Frage, ob in diesem Europa individuelle Menschenrechte für Flüchtlinge uneingeschränkt gelten, ja oder nein. Es sind keine Kollektivrechte. Deswegen trenne ich auch das Wort Flucht von Migration. Können wir gerne mal reden, wo migrationspolitisch Fehler gemacht wurden. Und wenn ich dann von einer Person höre, man könne ja schießen, und von einer anderen, die Sie vermutlich schätzen, man könne bewaffnete Grenzer, war im Spiegel-Interview von Herrn Palmer, an Europas Grenzen schicken, dann ist das für mich nur ein gradueller Unterschied. Und der Weg von bewaffneten Grenzern hin zur Aussage, man benutzt die Waffen, der ist sehr klein. Wenn ich dann lese in den Dokumenten der EU-Kommission, wo Sie und andere ihre Regierung mitmachen, im Europäischen Rat, die Türkei ist ein sicherer Drittstaat, juckt doch nicht, dass sie die Genfer Konvention nicht in Gänze anwenden, das muss ja nicht gewährleistet sein, guckt mal meine Fußnoten rein, steht es im Europarecht eindeutig drin, dass man auch in der Praxis Schutz beim türkischen Staat als Flüchtling bekommen muss, zählt nicht mehr. Und dann kommt die NATO ins Spiel.
Was hat die NATO, bitteschön, zu tun mit Flucht? Wenn wir mal in der Logik sind, der Bundesregierung, wäre das eher Kriminalitätsbekämpfung. Seit wann ist denn Militär für Kriminalitätsbekämpfung zuständig? Was sollen sie eigentlich genau tun? Sollen sie Flüchtlingsboote rumdrehen? Sollen sie bei Nacht erkennen, aha, das sind Menschen, die haben Schutzanspruch in Europa. Ja, sie dürfen landen, sie dürfen in ein reguläres Verfahren rein. Wie soll es denn weitergehen? Und ich hatte auf diese Sicherheitspolitik argumentiert, weil ich glaube, dass wir im Moment in eine Vorkriegssituation reinrutschen, wo es nicht nur ökonomisch zu erklären ist, sondern wo Konflikte religiös aufgeladen werden, wo Nationalismus eine Legitimation kriegt, die zum Handeln treibt, und was aus meiner Sicht extrem gefährlich ist. Das trenne ich, Thomas, von der Entwicklung, wo geht es langfristig hin, stimme ich dir völlig zu, brauchst eine andere Ökonomie, du brauchst eine andere Entwicklungspolitik, es waren gravierende Fehler, beim arabischen Frühling Tunesien nicht einmal komplett umzuschalten in einem Versuch, die Regionen näher aneinander zu führen. Das betrifft auch auf die Afrika, kann man alles diskutieren. Aber nicht in der Koppelung einer eskalierenden Kriegssituation, wo es gute Gründe gibt zu fliehen und wo dann in der öffentlichen Darstellung aus Entwicklungspolitik stärken sofort rüberkommt, ja Gott, das sind ja ökonomische Gründe und keine anderen, wo man die Menschen einzeln schützen muss. Darum geht es aus meiner Sicht im Moment in Europa, dass dieses Europa Menschenrechte, die erkämpft wurden, über Bord wirft, der Öffentlichkeit Sand gestreut wird. Und wenn dann ich höre von einer Pipi-Langstrumpf-Politik, ja, das Wort habe ich auch schon benutzt, vor diesem Interview. Es ist eine Pipi-Langstrumpf-Politik zu glauben, dass man Grenzen dicht macht, NATO aufmarschieren lässt, das Thema ist gelöst. Das ist kurzsichtig und so funktioniert es nicht. Sonst dürfte ich Sie ja jetzt jedes Mal gleich wieder dazwischen vor euch. Da haben wir ja nicht eingeladen. Ja. Ja. Nein, ich wollte gerne, wir hatten es vorhin in der Nachmittagsrunde, da hatten wir das auch von der Rolle der Zivilgesellschaft in den europäischen Ländern selber. Also die Frage war, wer kann eigentlich noch dafür sorgen, ich weiß nicht mehr, wer es angesprochen hatte, wer kann eigentlich noch dafür sorgen, dass sowas wie eine menschenrechtsorientierte eine Flüchtlings- und Asylrechte, Flucht- und Asylrechte gewährleisten, politisch hier umgesetzt wird. Jetzt haben wir von Herrn Schmidt-Brenner gehört, von dem großen Druck, sicherlich zu Recht formuliert, den die rechtspopulistischen Parteien schon seit langem auf die meisten europäischen Länder und jetzt seit neuestem, naja, ganz so neu ist es nicht, mit Anfang der 90er sind wir dem entgegengetreten, dadurch, dass wir gleich präventiv mal das Asylrecht verschärft haben, nachdem Frostwald Lichtenhagen gebrannt hatte, bevor die irgendwie größer werden konnten. Jetzt sind wir da ein bisschen hinterher und wollen es erst danach verschärfen, aber ist denn die Zivilgesellschaft in diesen Ländern und auch in diesem Fall mal Deutschland wirklich so schwach und muss sie sich so verstecken und so eine Angst haben davor, dass eine AfD stark wird? Haben wir so wenig Einfluss nach diesem Sommer der Willkommenskultur 2015, dass man jetzt wirklich Angst haben muss, wir haben da fast ein neues 33, finde ich, ganz schnell dagegen steuern? Thomas. Also ich glaube, gerade das hier, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, zeigt ja auch eine Stärke von Zivilgesellschaft. Die Willkommenskultur ist ja etwas, was wir nicht einfach wegdiskutieren. Dass so viele Menschen sich engagiert haben und das noch immer tun, ist etwas, was deutlich macht, dass hier neben dem, was Pegida und andere rechtspopulistische und extreme Organisationen verkörpern, existiert, und zwar in einer Mehrheit auch existiert. Wenn die Medien sich auf Pegida und Demonstrationen von Rechtsradikalen und diesen unerträglichen Gewaltakten konzentrieren, dann hat das was mit der Verfasstheit der Medien zu tun. Wenn nicht berichtet wird über zum Beispiel eine Veranstaltung, jetzt das Wochenende in Aschaffenburg, wo 800 Helfer zusammen gefeiert haben, beschreibt alle, beschreibt es, ich bin ein bisschen erkältet, beschreibt es auch den Zustand der Medien, dass das, was an Positivem stattfindet, einfach nicht dargestellt wird. Man könnte es anders darstellen und stärker machen. Da ist auch das Versagen von Frau Merkel zu sehen. Wenn Sie sagen, wir sollen sie in ihr Gebet anschließen, sie hat Wichtiges getan. Keine Frage, wir schätzen sie alle in dem Zusammenhang. Aber sie hat davor
nicht richtig gearbeitet. Sie hat davor gesagt. Und ihre Politik besteht nicht nur aus der Offenheit gegenüber Flüchtlingen, sondern in einer Politik, die genau das Gegenteil auch betreibt. Nämlich eine Fortsetzung von einer Politik, die diese Ursache, die Menschen, die Flucht zwingt, immer weiter vorantreibt. Das ist eine Politik, sie sagt ja selbst, in dieser verrückten Zeit kann man nur auf Schicht fahren. Das ist ihre Programmatik, ihre wörtliche Programmatik. Nur sich von Krise zu Krise handeln und sozusagen immer zu schauen, wie man vielleicht hier da noch etwas korrigiert und da noch etwas korrigiert. Also Management betreibt. Das hat mit einer vorausschauenden Politik, die vielleicht noch Pate stand, als die Vereinten Nationen gegründet worden ist, die etwas mit den Grundfesten von Europa zu tun hat, mit solchen Ideen, oder auch mit der Politik eines Willy Brandt, um andere deutsche Politiker zu nennen, die auf Ausgleich gesetzt haben, überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist nur noch die Stabilisierung von dem, was im Augenblick stattfindet. Nämlich die bestehenden die Privilegien. Und mein Punkt an der Stelle ist, wenn wir Frieden wollen, wenn wir für sicher, ich bin ja nicht gegen sicher, alle Menschen haben das Bedürfnis zu Recht nach Sicherheit. Wenn wir das wollen, dann können wir zum Beispiel ins Alte Testament schauen. Wie zum Beispiel der Kirche. Ich könnte auch mit Karl Marx reden, ich mache es mit Jesaja, der nichts anderes gesagt hat. An der Stelle, wenn ich der Gerechtigkeit Frucht wird der Frieden sein. Wo er deutlich gemacht hat, solange wir diese soziale Ungleichheit auf diese Weise sich dramatisch entwickeln lassen, würden die Konflikte vorangehen. Solange wir zum Beispiel die Lebensumstände von Menschen durch eine zerstörerische Wachstumspolitik in Mitleidenschaft ziehen, wie sollen denn dann den Umwelt- und Klimaflüchtlingen, die in Millionengröße auf uns zukommen werden, demnächst mit einem Asylrecht geregelt werden können? Wie soll das gehen? Da haben wir an das Außenministerium längst Vorschläge gemacht, wir gemeinsam, Brot für Welt, Caritas, Brot für Welt, Pro Asyl und Medico, wo wir gesagt haben, hier muss das Recht weiterentwickelt werden. Nichts geschieht an der Stelle. Erst wenn der Konflikt dann kommen wird, wird wieder Handlung dann sozusagen gezeigt werden. Hier an der Stelle, glaube ich, ist ein Versagen von Politik festzumachen, und zwar ein kohärentes Versagen von allen Ministerien, durchaus. Und wo jetzt der Entwicklungshilfeminister manchmal in seiner Rhetorik herausschaut. Ich will ihn zitieren. Auf der Konferenz zur Finanzierung von Entwicklung in Addis Abeba, eine sehr wichtige Konferenz im letzten Jahr, hat er hinterher der Presse gesagt, die Welt wird aus den Fugen geraten, wenn der Wohlstand, den wir haben, weiterhin auf Kosten der anderen gewährleistet wird. Und was wir brauchen, ist ein neuer Weltsozialvertrag, seine Worte, und wir brauchen Mechanismen der globalen Umverteilung. Sämtliche Politik, die im Augenblick betrieben wird, geht in die andere Richtung. Nämlich eine Umverteilung von unten nach oben. Siehe Weltwirtschaftsforum, die es sogar bestätigt. Siehe die Bundesregierung in eigenen Analysen, die es bestätigen. Solange dieses Verhältnis weitergeht, wird das nicht funktionieren. Ich will jetzt was zu Syrien sagen, wo nämlich diese Marktradikalität auch eingeführt worden ist in den Jahren, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und was hat Assad gemacht? Er hat den ganzen Sozialbereich, genau wie in Ägypten, genau wie in der Türkei, den Islamisten überlassen. Die Wohltätigkeit ist an die Religion gekoppelt worden. Mit dem Ergebnis, dass sie auf diese Weise stark gemacht worden sind in der Bevölkerung. So wird heute Erdogan gegeben, den man eigentlich am liebsten nicht haben wollte. Nämlich genau über diese Zusammenhänge. Da ist die unmittelbare Folge von einer verfehlten Wirtschaftspolitik so zu sehen, dass die Konflikte geschürt werden. Das kann man doch wahrnehmen. Und auf dieser Grundlage auch mal versuchen nachzudenken und eine andere Politik entfalten. Das würde ich mir von einer kohärenten Politik wünschen. Ich würde gerne das Thema der Zivilgesellschaft und der Rolle. In diesem Fall würde ich den Herrn Pankin auch als NGO-Vertreter fragen. Von der bedeutenden NGO, die in Kirche angedockt ist, also einen doppelten Einflussbereich auch in Deutschland hat. Ich finde es wirklich wichtig, wer soll denn Politik eigentlich vorantreiben, wenn wir sagen, Zivilgesellschaft, Menschenrechtsorganisationen, NGOs sind eigentlich die Einzigen, die noch dafür stehen. Im Moment, wir sehen in allen Parteien, sehen wir Auflösungserscheinungen, was eine Verpflichtung auf eine Menschenrechtsorientierung angeht. Viele von uns hätten sich das vielleicht von Grünen noch am ehesten erwartet, findet nicht statt, bei der SPD bröckelt, bei der CDU sehen wir, was gegen Frau Merkel vorgeht, von der CSU hätte sich gar niemand erwartet und die Linke hat Frau Wagenknecht. Es wird wirklich relativ schwierig in diesem Bereich, die eindeutige Bündnispartner zu finden, als wäre nicht Zivilgesellschaft. Auch an dich die Frage, warum sind wir, oder wie ist es möglich, nochmal anders gefragt,
Wir haben über so viele Jahre hinweg für alles Mögliche sind wir auf die Straße gegangen, haben die Moskee und so weiter. Und manchmal sogar Mehrheiten zu schnell gekriegt, aber Politik nicht durchsetzen können. Diese Leute, die da in ihrem Extremfall vor Kutschen und Klausen stehen, schaffen das in doch relativ kurzer Zeit mit relativ wenigen Leuten, ein Angst- und Schreckensszenario zu verbreiten, wir alle schon hinterher und die Politik tut es auch. Wie können wir dagegen kommen? Was kann so etwas für die Welt dagegen machen? Also, ich stehe ja jetzt nicht nur irgendwie Pegida auf der Straße, sondern regelmäßig stehen ja genauso viele oder mehr Gegendemonstranten auf der Straße und noch viel mehr Menschen stehen ja in Flüchtlingsunterkünften, nicht auf der Straße, aber in Unterkünften und helfen jeden Tag. Und es sind Hunderttausende und es sind natürlich viel mehr als die Pegida-Demonstranten. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir ja haben bei Brot für die Welt zusammen. Wir sind ja hier ein Werk mit Diakonie Deutschland. Natürlich auch das. Und ich glaube, es ist eben nicht die Mehrheit Pegida. Die schweigende Mehrheit, glaube ich, ist immer noch die eigentliche Begrüßungskultur. Aber die Leute haben massiv Angst bekommen. Wir können uns entwicklungspolitisch, dann habe ich die vorhin falsch verstanden, die Leute haben natürlich jetzt Angst bekommen. Es ist sicherlich zum Teil durch Medien aufgebauscht, aber wir müssen auch darauf reagieren. Wir stehen natürlich irgendwo entwicklungspolitisch unter einem unheimlichen Legitimationszwang, auch irgendwo das zu beweisen, dass Fluchtursachenbekämpfung funktionieren kann, sowohl kurz- als auch langfristig. Kann. Das ist, glaube ich, ist unsere Aufgabe, das zu formulieren, gemeinsam eben zum Beispiel gerade mit Diakonie Deutschland eben das Konzept zu entwickeln, wie man ein Gesamtbild zeigen kann, wie es eben funktionieren kann, wie dieses, wir schaffen es, der Kanzler in Wirklichkeit werden kann. Und dass das nicht nur gilt, wenn 500.000 Flüchtlinge einmal kommen, sondern dass wir das eben auch verkraften und wir die nächsten Jahre noch einen Migrationsstrom sehen, der Migration und Flüchtlingsstrom sehen wird, der eben einige Hunderttausend betragen wird. Und ich glaube, das ist sozusagen natürlich unser kollektives Versagen dann auch als NGOs, dass wir das bis jetzt nicht geschafft haben, auch solche Ängste zu nehmen. Und was ich schon wahrnehme, ist dabei, dass es halt eine unheimliche Polarisierung gegeben hat. Und dass diese Meinungshoheit, die jetzt von denen es ist unmöglich, es zu schaffen, alles andere kaputt gemacht hat, was wir vor ein paar Monaten noch gespürt haben. Aber ich glaube schon, dass man das auch wieder zurückgewinnen kann. Und das ist natürlich die Aufgabe von uns und das ist die Aufgabe von solchen Veranstaltungen. Vielleicht sind wir auch einfach alle zu viel auf Facebook unterwegs. Eine Frage an Sie. Also Sie wollten sowieso was sagen, ich will natürlich auch gerne antworten auf die Punkte, die Ihnen aufgefallen sind. Wir haben vorhin eine Feststellung gehabt, die kam sehr lakonisch daher, aber sie war gleichzeitig sehr absolut. Eine europäische Flüchtlingspolitik gibt es nicht mehr. Gab es vielleicht nie, ist nie richtig durchpraktiziert worden, inzwischen ist sie am Ende, es gibt sie nicht mehr, sie existiert nicht. Teilen Sie das? Wir müssen uns vor dem Klaren sein, dass in all diesen Bemühen, ein gemeinsames Europa zu sehen, oft sozusagen der alte Adam des Nationalstaats, des Nationalismus, nicht wirklich ausgetreten. Wenn es zum Schwur kommt, dann schaut man doch erst einmal wieder in den alten Kategorien und ob wir es schön finden oder nicht, wir finden es noch nicht schön. Bei jeder politischen Divergenz bekommen gerade wir Deutschen dann wieder die Nazizeit um die Ohren gehauen, mit teilweise auch sehr unanständigen, unappetitlichen Bildern. Schäuble mit Hakenkreuzbinde oder so was mit Polen mal wieder sprechen. Und dann auch sofort hier Merkel auf dieses berühmte Bild da in diese Hitler-Fotografie oder die Generalstabskarten herankopiert. Es wird immer noch wieder, es ist immer noch schön leicht, an diese Stereotypen zu appellieren. Das heißt, drücken wir es positiv aus, Europa hat noch die Chance zu zeigen, dass es nicht nur eine Schönwettereinheit ist, sondern gerade was die Flüchtlinge angeht, auch darüber hinausgeht. Und wir hatten jetzt diesen Europäischen Rat, was war es der 18. oder 19. Da hätte, das ist meine ehrliche Überzeugung, dass der Migrationsdruck die Herausforderung für die kommenden Jahrzehnte ist. Es wäre gut gewesen, wenn dieser Europäische Rat sich damit von A bis Z befasst hätte und nicht mit dem Geschachere, wie wir einen Brexit verhindern können. Ja? Man lebt gerade in der Politik wirklich vom Kleinen zum Kleinen. Das ist das Ärgerliche. Andererseits zögere ich auch ein bisschen, wir Deutschen haben immer so die Neigung, wir wollen Probleme lösen.
Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal auch davon in Südeuropäern zu lernen, die ja da gut passabel darin sind, Probleme zu managen, vielleicht nur manchmal mit Problemen zu leben. Ich habe immer Sorge, diese großen Würfe, da vergaloppiert man sich. Fragen Sie sich doch mal dieselbe Erfahrung, vor 5 Jahren. Wie viele waren von Ihnen noch Beitritt der Türkei? Das ist doch eine elende Schinderei, wie wir die Türken da aus der Europäischen Union heraushalten, visafreier zumindest, ansonsten doch eigentlich gehören sie doch in die Türkei. Überlegen Sie mal, wie viele Petitionen Sie auch in diese Richtung unterschrieben haben, wie oft Sie die Diskussion in die Richtung engagiert. Jetzt, da darf ich Sie ein bisschen korrigieren, es war schon waghalsig genug, das gibt ohne weiteres zu, die Türkei zu sich im Herkunftsstaat zu machen. Und nicht im Drittstaat, ist nochmal was anderes. Und da ist, jetzt kommt doch der Jurist bei mir durch, doch nochmal der Unterschied. Der sichere Drittstaat wäre die Frage des Non-Refoulement, also die Genfer Flüchtlingskonvention, die die Türkei nicht unterschrieben hat, die steht ohne weiteres zu. Dasselbe hat sie aber durch die Europäische Menschenrechtskonvention sehr wohl getan und im nationalen türkischen Recht auch. Und sagen wir mal ganz ehrlich, auch ich finde es mehr als unschön, wie die Türkei im Augenblick mit ihrem kurdischen Bevölkerungsanteil umgeht. Aber eine Verfolgung von Syrern als Syrer droht in der Türkei nicht. Alles andere wäre eigentlich eine grobe Ungerechtigkeit angesichts dessen, was die Türkei mit rund 2 Millionen Flüchtlingen geleistet. Das übrigens, um mal den Blick mal ein bisschen zu weiten, der Iran hat rund 3 Millionen Afghanen aufgenommen. Auch da muss man sich mal im Klaren sein. Das sind nicht immer die Staaten, die wir als besonders erfreulich in ihrem Menschenrechtsstandard, in der Rechtsstaatlichkeit wahrlich empfinden. Aber sie leisten da schon einiges. Also insofern diese Pauschalurteile, das zögere ich immer. Also, die Syrer in der Türkei wären zunächst einmal in ihren elementaren Bedürfnissen, was die Sicherheit, das Leben angeht, schon geschützt. Dass es auf Dauer keine Lösung ist, leuchtet mir auch ein, weswegen sich die Bundesregierung leider Gottes wieder allein auf weiter Flur auch für Kontingente einsetzt, um der Türkei dabei zu helfen und ihrerseits mit dem Hut herumläuft, um die Milliarden zusammenzubekommen und der Türkei im Rahmen dessen zu unterstützen, was sie da tatsächlich beachtlich leistet. Manchmal lohnt es sich, Monitor zu schauen. Der wurde dokumentiert, wie Syrer zurückgeschickt wurden nach Syrien. Es lohnt sich, die Berichte unserer Partnerorganisation Amnesty zu lesen und Human Rights Watch. Es gibt die Dokumentation, dass Hunderte auch Syrer, und übrigens ein Flüchtling ist nicht nur ein Syrer. Ja? Was ist denn mit dunkelhäutigen Flüchtlingen? Reden wir gar nicht mehr drüber. Eritreer, gibt es die noch? Wie kommen die denn überhaupt durch? Darf man in Europa nach der Kategorie Hautfarbe und Herkunft dann sortieren, wie es geschieht jetzt an der mazedonischen Grenze? Eine Afghane gibt es nicht mehr als Flüchtling angeblich, trotz Anerkennungsquote in Deutschland von 80%. So, aber jetzt zur Türkei. Die Türkei hat vorübergehend Menschen aufgenommen, Großartiges geleistet, dass sie erstmal im Land war. Und im Moment ist sie dabei, die Grenzen dicht zu machen, sie ist dabei, mit den Flüchtlingen militärpolitische Spielchen zu betreiben, sie ist dabei, den Kurdenkonflikt zu entfachen. Und die Türkei hat kein Recht, wo der einzelne Mensch beim türkischen Staat einen Asylantrag stellen kann. Das ist die Voraussetzung nach dem europäischen Asylrecht, dass ein Staat ein sicherer Drittstaat erklärt werden kann. Das ist nicht gegeben, und wenn Ihre Regierung und die Europäische Kommission das Gegenteil behauptet und wenn 5 Rechtsprofessoren sagen, wir finden nur irgendeine juristische Findung, das darzulegen, es ist rechtswidrig. Und es wird rechtswidrig bleiben. Und Sie können sehr sicher sein, dass die Menschenrechtsorganisationen den Einzelfällen nachgehen werden und dass wir hoffen, dass europäisches Recht Recht bleibt und dass die Gerichtshöfe nicht dem populistischen Druck, der in Regierungen momentan nachgegeben wird, folgen. Also das ist die Türkei. Zum Thema Deutschland und auch zur Vorrede, warum ist die Stimmung gekippt und was müssen wir tun? Bewegt mich vielleicht noch viel mehr als diese Frage. Sie ist gekippt, seitdem der Bundespräsident und infolge davon Seehofer permanentes Staccato vollführt hat und ein Personenkonflikt hochgezogen wird, wo alle einen Spaß dran haben, wann
kommt die nächste Attacke von Herrn Seehofer auf Frau Merkel. So wurde ein Konflikt hochgezogen, so wird ein Konflikt als scheinbar unlösbar dargestellt. Und was hier im Moment völlig aus dem Blick kommt, ist, warum fliehen die Leute? Und warum fliehen sie nach Deutschland? Ein Teil. Und da müssen wir die Antwort geben, dass, wir haben schon lange gegeben, dass Flucht immer auch nach Netzwerkkriterien funktioniert, dass es sinnvoll ist, dass die Menschen dann einen Job finden, wenn sie Anschluss haben, und dass natürlich viele Bürger hierher wollen, wo teilweise Menschen syrischer Herkunft deutsche Staatsbürger sind und hier leben. Ja, das ist normal und das ist, gehört dazu zu einem Einwanderungsland. Es wollen aber auch viele in andere EU-Staaten. Das verhindern sie, indem sie nämlich keine Möglichkeiten schaffen, durch Deutschland durchzugehen. Und zur Frage, was tun? Es ist in der Öffentlichkeit, dominieren die negativen Bilder, es dominiert dieser Wettlauf der Schäbigkeiten. Und das ist Brot für die Welt, Amnesty, Compact, andere Organisationen, wo es sie tun, ist, wir rufen dazu auf, zum Antirassismustag auf die Straße zu gehen, dass andere Bilder sichtbar werden. Und wir wollen, dass zum internationalen Flüchtlingstag Menschenketten in Deutschland stattfinden, wo Flüchtlingsunterkünfte, Rathäuser, Kirchen, Synagogen verbunden werden, sodass öffentlich wieder ein anderes Bild entsteht. Im Moment dominiert nur der Überbietungswettbewerb der Parteien in der Rhetorik, wie schotten wir Deutschland ab. Es dominiert die Frage, gelingt es Merkel auf Kosten der Menschenrechte, Flüchtlinge fernzuhalten, ja oder nein? Was ist die beste Methode gegen Flüchtlinge? Und Frau Merkel 2016, was ihre Politik betrifft, ist nicht mehr die Kanzlerin auf Oktober 2015. Und sie hat vor allem nicht die Folgen betrieben. Und wir reden hier, ja, wir reden gar nicht über kurzfristiges Krisenmanagement. Das wäre sinnvoll. Aber dazu gehört nicht, dass ich in der Krise komplett mal die Gesetze schleife, dass das Bundesinnenministerium und diese Regierung ein Gesetz nach dem anderen verabschiedet, was am Thema Zugang, Flucht aus der Türkei nach Griechenland hierher nichts ändert. Also da muss man Ruhe bewahren, muss wissen, dieser Konflikt ist lösbar. Er wird länger dauern, man muss einer Bevölkerung rein Bein einschenken und das heißt, es werden auch in diesem Jahr Hunderttausende hierher kommen und man muss auch dann, natürlich die Frage, ob sie das tun, mit den lieben Partnern im Westen, Norden und Osten Europas mal Klartext reden. Und Klartext heißt für mich, es suchen sich die Briten, die Franzosen und die anderen weg. Öffentlich diskutieren sie und andere über die Osteuropäer, für die anscheinend Europa keine Wertegemeinschaft, sondern eine Zukunftsgemeinschaft ist. Und da ist die Frage, soll dies hier so weitergehen oder wo geht die Politik langfristig hin? Danke schön. Also, dann lassen Sie uns doch jemand teilen. Was Sie sagen, Klartext reden. Dann sind wir aber mächtig nah dran am deutschen Europa. Ich habe mit Franzosen diskutiert, das war einer, im ersten Moment hat die Begriff mich erschreckt. Er hat gesagt, cher Götz, was ihr im Augenblick betreibt, das ist eigentlich so ein Wilhelminismus der Wählerus. War das die Ökonomie gewesen? Genau auf die Flüchtlinge. Ein gewisses moralisches Sendungsbewusstsein. Wir Deutschen wissen, wie es zu gehen hat und die anderen habt gefälligst euren Kurs mitzumachen. So sehen es die anderen Staaten. Die wurden nicht als Nazis in dem Moment bezeichnet, aber auch diese etwas wilhelminische Hochnäsigkeit am deutschen Wesen soll die Welt gewesen. Nehmen wir das einfach doch mal so hin, wie auch andere auf uns reagieren. Und dann seien wir doch konsequent, nicht gegen Teddybären am Bahnhof von München oder eine Lichterkette. Aber dann wäre es wichtiger, wenn jeder hier in dem Saal und auch außerhalb dessen sich wirklich im Sinne einer Patenschaft für eine Familie, eine Flüchtlingsfamilie engagiert, ist in den Kirchengemeinden, wie es Papst Franziskus gesagt hat, denn jeder einzelnen Gemeinde schon eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen worden. Haben Sie mit Ihren Kindern oder Enkelkindern schon mal vorgestanden, doch die eigene Turnhalle für den Sportverein oder von der Schule zu räumen, um da Leute unterzubringen? Was wird denn dort gemacht? Das heißt, wenn die Regierung soll machen, dann soll tatsächlich die Zivilgesellschaft mal sich engagieren, nicht nur mit Forderungen, sondern selber sich hinsetzen. Die Staaten machen die Menschen, die Herkunft macht es nicht. Ansonsten sind das doch eigentlich alles Lippenbekenntnisse. Wir nehmen sie auf. Wie sollen sie denn, solange sie nicht von der Sozialhilfe am Ende leben sollen,
wie sollen sie denn hier in die Gesellschaft eingegliedert werden? Dann soll jeder erstmal bei sich selber anfangen und nachdem er seine Ecke von links und rechts in Schnee weggeräumt hat, dann kann er sich darüber aufregen, dass dann andere der Schnee noch herumliegt. An der Stelle kommen wir zusammen. Die Zivilgesellschaft ist wichtiger, bis hin auch zu den Migranten, der Arbeitsmöglichkeiten. Wir werden es wissen. Die Heimatüberweisung von Arbeitsmigranten liegt viermal so hoch wie die öffentliche Entwicklungshilfe. Gut, da muss man da die Voraussetzungen schaffen. Und insofern, genau deswegen war ich mit dem BMZ in Marokko unten gewesen, auch um Möglichkeiten zu schaffen, hier hier Berufsbildung, um den Leuten dort die beste Chance zu geben, oder sie aber, Stichwort Pflegekräfte aus den Philippinen, da haben wir für 10.000 Leute jetzt etwas angestoßen, Ausbildung dort, um den Mehrwert in den Philippinen zu steigern, hier auch unseren riesigen Bedarf zu erfüllen, mit den Rücküberweisungsmöglichkeiten und den Chancen dann auch wieder zurückzugehen. Das sind die konkreten Projekte und nicht auf die Regierung nur einbrechen. Jetzt haben Sie es geschafft, dass wirklich alle unruhig auf den Stühlen herumkuscheln. Ich mache jetzt mal vorhin den Vorschlag. Thomas Geber, Reinhard Pfeil und dann sind Sie dran. Dann öffnen wir in diesem Moment auch das Forum für... Komm mal, war schon okay. Dann öffnen wir auch für Kommentare, Anregungen, Fragen von Ihrer Seite. Also, bitte, Thomas. Also ich finde, dass gerade in den letzten Monaten die deutsche Zivilgesellschaft gezeigt hat, was sie alles tut. Und sie hat da wirklich nichts zu bereuen und muss jetzt nicht in Säcke gestellt werden. Das fände ich jetzt sehr gut. Ich kenne unglaublich viele Initiativen von Menschen, die bereit gewesen wären, auch Flüchtlinge aufzunehmen, an den Behörden gescheitert sind. Ich will da noch nicht mal einen Angriff auf die Behörden draus machen, sondern einfach nur die Realität festlegen an der Stelle. Aber ich will auch deutlich machen, dass in einer Gesellschaft, in der wir leben, die solche Probleme nicht alleine über private Initiative zu lösen sind. Dass es dafür eben auch die gesellschaftlichen Institutionen geben muss, und die sie auch richtig ausgestattet sein müssen, mit Geld und allem drum und dran, um auf solche Situationen angemessen reagieren zu können. Da ist zum Beispiel der soziale Wohnungsbau zu nennen. Das kann man privatwirtschaftlich nicht machen. Wir haben gesehen, dass die Privatwirtschaft dazu beigetragen hat, dass der soziale Wohnungsbau von ehemals 6 Millionen Wohnungen auf 1,6 gesenkt worden ist. Es fehlen heute Wohnungen. Das führt zu einer Situation, dass dann am Ende... Menschen, die wenig Einkommen haben, in Konflikte geraten mit Flüchtlingen, die untergebracht werden müssen, da ist staatliche Regulierung und staatliche Investitionspolitik gefordert, was private Initiative nicht alleine machen kann. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und da legen wir den Finger in die Wunde und nicht, weil wir die Regierung immer gerne kritisieren, sondern weil wir wollen, dass eben hier bestimmte Aufgaben und Verpflichtungen auch erfüllt werden. Dafür werden Steuern gezahlt. Wir sind auch dafür zum Beispiel, dass die Steuern nochmal anders erhoben werden. Dass auch zum Beispiel diejenigen, die mehr Geld haben, auch mehr besteuert werden, dass gegen die Steuerflucht etwas unternommen wird. Das sind jetzt alles Ideen, die wichtig sind und etwas auch mit der globalen Situation zu tun haben. Die besagte Konferenz in Addis Abeba, wo es um die Finanzierung für Entwicklung gegangen ist, hat sich mit Fragen von Steuerflucht beschäftigt. Mit dem Ergebnis, dass gerade die reichen Industrieländer dafür Sorge getragen haben, dass nichts Substanzielles unternommen worden ist. Und heute 200 Milliarden alljährlich den öffentlichen Kassen verloren geht, die eigentlich notwendig wären. Sie merken, ich spreche jetzt pro domo der Kassen, der öffentlichen Kassen, also der Institution, nicht aus unserer Position, sondern will sie gerade stark machen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Dazu brauchen sie mehr Geld. Logisch. Ne? Das Geld ist aber nicht da, weil sie eine falsche Steuerpolitik betreiben, als Regierung. Und in Deutschland mit Vorschlägen dabei und sagen, machen Sie es anders, dann haben Sie mehr Geld, dann können Sie mehr auf die Bedürfnisse antworten. Hier wird eine ganz andere Form von Gesellschaftlichkeit deutlich, die ich nach wie vor Augen habe und die auch zu den Grundfesten der europäischen Politik eigentlich gehört. Und da sind wir bei den großen Ideen, die leben immer davon, dass eben sowas wie Umverteilung auch stattfindet. Das muss jetzt nicht eine sozialistische Umverteilung sein, es kann aber auch eben ganz normale Solidarsysteme sein und heißen, die wir alle kennen. Krankensicherungssystem, sozialer Wohnungsbau und so weiter, gescheites Steuersystem, sind alles Umverteilungsmechanismen, die notwendig sind, die aber in den letzten Jahren alle weggenommen worden sind, abgebaut worden sind, dereguliert worden sind. An der Stelle sagen wir, da läuft sich die falsche Richtung. Da macht die Regierung eine falsche Politik, nicht die deutsche alleine, sondern die globale, wegen Maggie Thatcher, die seinerzeit gesagt hat,
There is no such a thing as society, sozusagen das Programm von ihm, es gibt keine Gesellschaftlichkeit, das brauchen wir alles nicht, das ist alles private Initiative, das können alles die Unternehmer machen, das können es viel besser. Da liegt der Hase im Pfeffer. Und da müsste umgesteuert werden. Und ich meine, bei allen Notwendigkeiten, Winter jetzt auch unmittelbar zu reagieren, da bin ich ja auf deiner Seite, müsste diese Botschaft irgendwann kommen und müsste gesagt werden, wir haben die Lektion gelernt. Wir wollen an der Stelle umsteuern. Wir wollen sozusagen eine andere Politik entfalten. Das geschieht leider nicht, nicht im Lokal, nicht im Lokal vielleicht noch am nächsten, aber nicht im Nationalen und auch gar nicht im Internationalen. Diese wunderschöne Idee von den Sustainable Development Goals, den nachhaltigen Entwicklungszielen, ist genau wieder eine solche Situation, wo man sich tolle Ziele vornimmt, eine wunderbare Programmatik formuliert, die größer nicht sein könnte, wo es immer um die Lösung der Probleme geht. Und im Kleingedruckten, am Ende, wenn es um die Frage der Finanzierung von diesen wunderbaren Zielen geht, letztendlich deutlich gemacht wird, es kann alles nicht funktionieren. Weil die Verwirklichung dieser wunderbaren Ziele, das sollen dann die armen Länder selbst finanzieren. Es soll keine Umverteilung stattfinden, wie es der Minister gefordert hat. Es soll kein neuer globaler Sozialfonds existieren, der für diese Ausgleichssysteme sorgt, sondern es sollen die verschuldeten armen Länder selbst machen. Mit dem einen Unterschied, das sage ich noch zum Abschluss dazu, um jetzt die Kritik nochmal deutlich zu machen, wir haben bislang in der Verschuldungsfrage immer noch den Grundsatz gehabt, dass beide, die Schuldner und die Gläubiger, für die eingetretene Situation verantwortlich sind. In den neuen Richtlinien der Social Determinants Goals, der Development Goals, den nachhaltigen Entwicklungszielen, ist dieser Zusatz, dass auch die Gläubiger mit Verantwortung tragen, einfach gekürzt worden. Jetzt sind es nur noch die Schuldner, die für das Problem zu lösen haben. Das wird nicht funktionieren. Da laufen wir in die falsche Richtung. Da kann das alles, was da oben steht, nicht funktionieren, wenn die Grundvoraussetzungen auf diese Weise falsch gesetzt werden. Ich will nicht unbedingt jetzt den großen Wurf haben, aber ich will sie an diesen Stellen hacken und will versuchen deutlich zu machen, wenn wir da nicht richtig die richtigen Schritte unternehmen, kann das andere auch alles nicht tun. Ich wollte natürlich auch noch ein Wort sagen zur Zivilgesellschaft. Ich will jetzt nicht wiederholen, was Thomas G. Bauer wiederholt hat, aber ich meine, das muss man schon mal klar sagen, dass man ja am Anfang, als nun die Flüchtlingszahlen so stark angestiegen sind, ja eigentlich Staatsversagen gesehen hat, was im Wesentlichen eigentlich durch die Zivilgesellschaft teilweise spontan organisiert aufgefangen wurde. Ich meine, in so einer Situation, wo man wirklich über Monate Staatsversagen gesehen hat, wo es überhaupt keinerlei Chance gab vom Staat, die Flüchtlinge aufzunehmen, also die Leute nun wirklich die Tag und Nacht gearbeitet haben, sie zu Hause aufgenommen haben, die Leute nach Ungarn gefahren sind, sich da mit Flüchtlingen gekommen zu haben, auf die Zivilgesellschaft zu hauen, das war schon ein bisschen skurril. Aber ich wollte eigentlich noch einen Punkt machen, der noch nicht so aufgetaucht ist, vielleicht nochmal die Frage, was eben auch für uns Zivilgesellschaft heißt. Das heißt nicht nur das Zusammenarbeiten hier, sondern das heißt, und das hat die Tagung heute ja auch nochmal gezeigt, dass das internationale Zusammenarbeiten mit der Zivilgesellschaft. Denn das, was wir hier erfahren haben, ist ja auch eine Erfahrung wie Zivilgesellschaft, die unsere Partner hier im Ausland machen, wo wir ähnliche Erfahrungen machen. Wir haben zum Beispiel den Bericht von einer Partnerorganisation in Kamerun, wo die Leute aus Nigeria geflohen sind. Auch dort die Regierung, ähnlich wie bei uns die Regierung behauptet hat, mit den Flüchtlingen würden jetzt hier, in dem Fall Boko Haram, bei uns IS-Terroristen einreisen und dadurch und dann versucht haben, die Flüchtlinge aus dem Land rauszukicken. Und so wie hier haben wir in Kamerun unsere Partnerorganisation verhindert, dass diese Flüchtlinge in großem Maße verurteilt worden und abgeschoben worden sind. Also diese ähnliche Erfahrung, die Zivilgesellschaft macht in der Solidarität, ist etwas, glaube ich, was uns vereint. Und ich glaube, da muss man auch noch mal ein Wort sagen, und da hat mich, was einer unserer zivilgesellschaftlichen Kollegen, Amadou Bow, heute Morgen so erwähnt hat, eben auch noch mal was sagen, was uns zurückbringt zu dieser Frage, funktioniert eigentlich europäische Flüchtlingspolitik und Asylpolitik oder nicht? Das Erschreckende ist ja, dass es dann wieder so Bereiche gibt, wo auf einmal dann europäische Flüchtlingspolitik doch unheimlich gut und erschreckend gut funktioniert. Wenn man den Fall Mauretanien nimmt, wie da eben durch eine Externalisierung der Flüchtlingspolitik man geschafft hat, oft unter Missachtung menschenrechtlicher Grundsätze die Flüchtlinge einzudämmen und gleichzeitig die langfristigen Entwicklungschancen eines Landes zerstört hat, aber man dann schon wiederum
sehr beeindruckt über das Funktionieren. Und man fragt sich natürlich, warum dieses europäische Funktionieren, warum da diese Bürokratie im Ausland, wenn es ums Zurückdämmen, um die Abschottung geht, so gut funktioniert und warum sie hier, eben wenn es darum geht, dann tatsächlich Flüchtlinge aufzunehmen, eigentlich nicht diese gleiche Koordinationsleistung erfahren kann. Kurze Antwort noch von dir. Also nochmal, ich habe die Zivilgesellschaft nicht runtergemacht, im Gegenteil, ich habe gesagt, sie ist die entscheidende Kraft. Aber es ist ein Langstreckenlauf. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, in der deutschen Gesellschaft bis hin zum Wahlvolk ist noch nicht angekommen, dass wir aus dem normalen Modus raus in den Krisenmodus schalten wollen. Wenn ein Schäuble mal erwähnt, ob man 1% auf die Mehl, auf die Benzinsteuer braucht, geht dabei ein Aufschrei durch die Gesellschaft und wird groß nicht dran rühren, das könnte die Akzeptanz für die Flüchtlinge hier gefährden. Das ist die Herausforderung. Gut, also dann müssen wir uns, deswegen komme ich auf meine erste Bemerkung zurück, was uns tatsächlich noch als Migrationsdruck ins Haus stehen wird, dem müssen wir gerecht werden, weil wir eben nicht diese Festung Europa haben können und durchhalten wollen. Ja? Nur dann müssen wir in gesellschaftlichen Konsens an der Stelle weiterkommen. Denn ich tut mir leid, ich will auf einer Bahn rumhacken, ja? Nachdem wir alles gelesen haben, am Ende gesagt, da wäre ein Zustrom von 1,5% in Tübingen. Oh je. Aber das war für ihn den Grund, sozusagen diese klaren Worte schon zu finden. Ja, und sich von früheren Idealen. Und wir haben im Augenblick beispielsweise nicht genügend Sprachlehrer für Deutsch. Das heißt, insofern kann ich wirklich nur an alle appellieren, im eigenen Bekanntenkreis sich auch hinzusetzen und mit den Leuten dann auch schlichtweg mal Deutsch zu üben. Das kriegen wir über die staatlichen Stellen hinbekommen. Und für mich war es langsam ein bisschen schwierig, da ich die Bundesregierung mit vertreten habe, bis hin zum BMZ keine größeren Probleme, selbst BMI. Aber verfolgt nur eins, die Bundesregierung ist nicht dafür verantwortlich, dass der rot-rote Senat angeblich keine einzige Sozialwohnung gebaut hat während seiner Zeit hier in Berlin. Also wir können jetzt hier nicht für alles herhalten. Also da muss die Aufforderung aus der Gesellschaft kommen und die Gesellschaft muss, und es geht absolut um Woche, Monat um Monat, müssen wir weiter dran arbeiten. Das ist eine gute Idee. Ja? Ist für Sie dran? Wer möchte? Oder sind Sie so erschlagen jetzt? Bitte schön. Oh, jetzt noch jemand, oder wir zumindest jemand, die Kopfhörer rein. Merci, Mas, ich bin am Abend, ich bin am Abend, ich bin am Abend, ich bin Moi, je suis Amadoumbou, je suis secrétaire général de l'Association mauritanienne des droits de l'homme et je vis en Mauritanie. Je suis là sur l'invitation d'un partenaire médical international en relation avec Pro-Asile et Pain pour le Monde. Donc, je suis venu juste faire un témoignage, mais là, je ne reviendrai pas sur ça parce que c'était le matin. J'ai suivi avec intérêt les échanges qui ont eu lieu actuellement. Je suis assez inquiet par rapport au raisonnement des officiels parce que s'il y a un mal-être en Afrique, s'il y a un malaise en Afrique, c'est quand même des responsabilités partagées. Et l'une de ces responsabilités, c'est l'Union européenne du sort. S'il y a une destruction au niveau de la pêche, du secteur pêche, parce qu'il y a eu des accords avec l'Union européenne, lesquels accords ont détruit de façon systématique la production de ce produit qui est aussi un produit d'alimentation de base au niveau de la sous-région. S'il y a un problème au Niger, la France ne peut pas se dédouaner parce qu'Areva est là qui a pillé de façon très systématique le minerai nigérien. Donc il faut aussi, quelque part, que la France, certainement vous n'allez pas répondre à la place des Français, il faut qu'ils acceptent aussi cette responsabilité, il faut qu'ils l'assument. Il faut quelque part qu'il y ait un retour, qu'ils réparent ce qu'ils ont détruit en Afrique. Et c'est important. C'est extrêmement important pour nous. Et tout ce qui est commerce et qui est inéquitable, qui est mis en place, et surtout les accords de partenariat économique qui nous sont imposés et qui vont détruire de façon drastique, de façon systématique, les petites choses qui étaient en train de se mettre en place,
Et demain, on va dire, non, les Africains ne doivent pas venir ici parce que c'est des migrants économiques, ils doivent rester chez eux. Alors que la responsabilité de leur fuite est venue quand même de quelque part. Ce n'est pas tombé du ciel. Là, c'est une remarque de façon générale de la responsabilité de l'Union européenne vis-à-vis de nos États. Et surtout, c'est le soutien de cette même Union européenne, des dictatures, qui ne respectent aucun droit de l'homme. Mais puisque ça fait leur affaire, on les maintient quand même au pouvoir. On l'a vu. Nous, on a connu une parenthèse de démocratie en Mauritanie qui n'a duré que 2 ans. Après, les militaires ont fait un coup d'État et on sait, on connaît très bien les mobiles de ce coup d'État. Donc, on les connaît très bien. Ce n'est pas parce que le régime civil démocratiquement élu a fauté, mais quelque part, ils ont fauté parce qu'ils ont mis les intérêts de la Mauritanie au-dessus des intérêts de la France. Et c'est le péché originel de ce régime, c'est pourquoi il a été renversé. Et je reviendrai sur le rôle de la société civile au niveau de l'Europe ou au niveau de l'Afrique. Moi, je pense qu'on joue quand même notre partition selon nos moyens. Et il faut bien aussi savoir les moyens de la société civile, en tout cas au niveau ci. C'est grâce d'ailleurs aux relations de partenariat que nous avons avec nos amis du Nord qu'on fonctionne tant bien que mal, en respectant ce que nous sommes. Sinon, on peut bien prendre l'argent de l'Union européenne et faire ce que l'Union européenne veut. Mais on ne le fait pas par principe. Et du coup, je pense que nous, en Afrique, on avait applaudi Merkel en octobre, je crois, quand elle a décidé d'ouvrir pour les réfugiés syriens. Même si, quelque part, on avait vu un peu quelque chose de très discriminatoire dans cette approche. Parce qu'on sait que les Érythréens qui fuient, ou les Sud-Soudanais, ou les Éthiopiens, où il y a une dictature horrible, qui fuient ce pays-là, ont quand même droit à une protection internationale. Mais à cela le tient, on avait quand même applaudi, pour au moins, il y a un pays qui est ouvert pour cette population qui fuit les bombes et qui va se réfugier ici à Normandie. Le d'Érythrée ou le de Soudan du Sud? Moi, je suis mauritanien. Pourquoi les Bénins? Je disais qu'il y avait une discrimination. Parce qu'on sait que les Érythréens, les Éthiopiens, les Soudanais, de façon générale, fuient une dictature. Fuient de dictature. Ils ne fuient pas seulement la famine, mais ils fuient de dictature. Et ils ont besoin de protection, d'une protection. Ils en ont besoin. Ceux qui fuient les prisons libyennes et qui risquent leur vie à partir de la Méditerranée ont besoin de la protection. Ils n'en bénéficient pas, parce que nous pensons que c'est assez raciste comme système. Les Syriens qui fuient la guerre sont accueillis en Normandie, mais c'est très bien. Au moins, on accueille une population qui a besoin de cet accueil-là. Mais ma surprise fut très grande quand j'étais à Calais. Quand j'ai vu le camp de Calais et j'ai vu la France jouer exactement le rôle que la Mauritanie avait joué pour l'Espagne, exactement le même rôle pour la Grande-Bretagne, exactement, parce que c'est les CRS qui sont devant, qui empêchent les Soudanais, les Érythréens. Et il y avait, j'ai pas vu des Syriens, mais il y avait beaucoup d'Érythréens, beaucoup de sites soudanais qui étaient dans le jungle, qui voulaient s'approcher du port de Calais. Et il n'y avait aucune possibilité de s'approcher de ce port. Et je pense que là, quelque part, il y a quand même des choses à reprocher aux politiques de l'Union européenne, aux politiques migratoires de l'Union européenne. Il faut quand même un peu de cohérence, un petit peu de cohérence dans ce que fait l'Union européenne en matière d'asile. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un désert comme celui du Niger, qu'on veuille installer un centre d'été à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, à l'intérieur du continent africain, un centre où même on ne peut même pas y accéder. C'est Agadez. Que qu'on nous dise, c'est un centre polyvalent, c'est un centre excellent qui va faire un travail, alors que rien n'est garanti en termes de respect des droits humains, et je vous remercie.
Vous me permettez de vous répondre en allemand, on peut continuer plus tard à deux. Bon, also, die teilweise wirtschaftszerstörende Politik der Europäischen Union, gerade in Schwarzafrika. Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Da selbst in Brasilien auf Posten gewesen und die dortige. Nee? Haben Sie ja, gut. Und hier, die Brasilianer regten sich auf über die Exportsubvention für europäische Landwirtschaftsprodukte nach Schwarzafrika. Das war das Thema, weil sie sagten, also, wir können es ohne Subvention eigentlich auch anbieten. Ist die Frage, ob wir den Bauern in Schwarzafrika, in Niger helfen, wenn es dann die brasilianischen Produkte sind, aber zumindest war das ein Preis, der am Markt gebildet wurde. Und eben nicht sozusagen noch mit europäischen Subventionen, in denen ich freigeräumt hat. Ersparen Sie mir jetzt bitte sozusagen auf die postkoloniale Praxis Frankreichs, eben gerade in Westafrika einzugehen. Ich sitze immer noch im offiziellen Auftrag. Ich kann verstehen, dass da sehr viele ihre Schwierigkeiten mit haben. Eritrea. Oh. Es sind die Anerkennungsquoten sind bei über 90% hier in Deutschland und in der Schweiz auch, denn tatsächlich orientieren die Eritreer, das ist eben auch schon genannt worden, sozusagen an Strukturen, wo sie aufgefangen werden, aufgegriffen werden können. Da kann ich sonst die Zahlen nicht ganz so, wie das, was wir jetzt an der Stelle nochmal wieder aufmachen, sind wir bei 40-50%. Wir haben diese Verpflichtungen, ja. Und im Rahmen dieses Global Forum on Migration Development, wo wir jetzt erstmals einen Co-Vorsitz haben werden, auf unseren Vorschlag, bin ich ganz unschuldig dran, dass das so gelaufen ist, mit Marokko zusammen, um genau eine Brücke zu bauen zwischen Europa und Afrika, um gerade auch den Bedürfnissen, den Notwendigkeiten Afrikas gerecht zu werden. Deswegen machen wir das mit Marokko gemeinsam. Und gerade die Marokkaner, für uns ist manchmal eher noch so ein theoretisches Problem, die Marokkaner spüren den Migrationsdruck aufgrund des Klimawandels. Für die ist das ein ganz großes Thema und da müssen wir dran arbeiten. Und für diejenigen, die auf der Fluchtweg sind, ich kann mit dieser Unterscheidung zwischen politischer Flüchtling und Wirtschaftsflüchtling nicht so viel anfangen. Denn, sagen wir ganz ehrlich, wenn Leute bereit sind, ihr Leben in die Schanze zu werfen für ein besseres Leben, dann ist jedenfalls eine essentielle Sorge, die sie da haben. Und die müssen wir uns auch stellen. Beginnen von Eritrea, Sie haben Agadez, Niger erwähnt, wo es auch darum geht, für die Leute, die sich auf den Weg machen, aus welchen Gründen auch immer, besonders leicht wird es ihnen nicht gefahren sein, wenn sie eben auch die Risiken sehen, so weit wie möglich Schutz auf dieser Strecke zu geben. Daran arbeiten wir. Ja, und das ist mit eines der Ziele, die wir, und wir haben diesen Gipfel dann hier September 17 hier in Berlin, um uns auf diesen Fragen auch mit der Zivilgesellschaft zu stellen. Ja, ich hätte einfach nochmal eine Rückfrage, weil Sie sagen, wir kümmern uns um die Sicherheit der eritreischen Flüchtlinge. Ich meine, das war eine Frage, die wir heute ja auch diskutiert haben und dann eigentlich alle nur festgestellt haben, wir wissen eigentlich nicht, was da passiert. Aber jetzt in Ihrer Position können Sie uns ja vielleicht einfach mal ein bisschen aufklären und nochmal sagen, was passiert eigentlich jetzt mit den 1,8 Milliarden aus dem Khartoum-Prozess und was passiert, wenn eigentlich die Bundesregierung nun freudig verkündet, man habe 20 Jahre Stopp der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit mit dem Sudan aufgehoben und fängt jetzt an, ich glaube für 12 Millionen ein Projekt im Bereich Polizeiaufbau und ich weiß nicht genau, was für ein Umfang es ist, ich hatte nur die Nachrichten gesehen aus teilweise afrikanischer Presse, ein Kooperationsprojekt aufzubauen mit der sudanesischen Regierung, gelesen das, oder hören, dass es geplant wird, eben auch in Eritrea von Seiten der EU umfangreiche Maßnahmen zu machen zum grenzpolitischen Aufbau. Und wir fragen uns eigentlich wirklich, was verhandeln Sie da? Wie wollen Sie denn eigentlich da wirklich die Flüchtlinge schützen? Und wie reagieren Sie darauf, um vielleicht den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen? Wie reagiert dann das Auswärtige Amt darauf, dass jetzt 50 Millionen schutzbedürftig sind, weil ihnen Hungert wurde in Afrika? Davon habe ich vom Auswärtigen Amt noch überhaupt keine Verlautbarung dieses Jahr gehört. Das wäre ja auch noch was zum Schutz. Sie kommen aus dem BMZ.
Das heißt, wenn Sie jetzt so nach den Ressortzuständigkeiten fragen, haben wir die Mittel für die Katastrophenhilfe? Das heißt, wir müssen mal mit den Leuten notfalls die Getreidesäcke hinstellen. Die mittelfristigen Projekte, die sind tatsächlich hier beim BMZ, um dort die Strukturen zu schaffen, dass dort wieder Anbau getrieben wird. Sie kennen die Vorhaben. Also das ist jetzt ein wenig unfair, den Ball jetzt im Auswärtigen Amt ins Feld zu legen. Wir haben die Katastrophenhilfe. Die langfristigen Projekte, die sind nun tatsächlich im Rahmen der Zuständigkeitszuweisung beim BMZ. Da können Sie aus Ihren alten Erfahrungen besser berichten, was Sie unternehmen. Ich rede über die akut jetzt durch El Niño verursachte Dürre und die 50 Millionen Hungernden oder 40 Millionen Hungernden, die prognostiziert werden, wo wir vom AA zuständig für die Katastrophenhilfe noch überhaupt nichts gehört haben. Geben Sie mir die Karte, schicke ich Ihnen zu. Also ich dachte jetzt nicht, dass wir in die Richtung heute in ein Gespräch gehen. Wir werden oder sind engagiert, um diese Hungertoten aufzufangen, indem wir die Mittel geben an die verschiedenen World Food Programme und so weiter und so fort. Es macht keinen Sinn, dass jeder jetzt selber seinen Sack darunter fliegt. Das geht nun tatsächlich im Rahmen dieser Geberkonferenzen. Da stellen wir, glaube ich, dann die Gelder zur Verfügung. Also gerade für diesen Bereich sind eben auch die Mittel des Auswärtigen Amtes in diesem Haushalt erfreulicherweise ganz praktisch aufgestockt worden. Aber mich würde tatsächlich der andere Teil der Frage gewaltig interessieren, weil Sie sagten ja, wir arbeiten daran, eine sichere Fluchtroute zu schaffen. So viel ich weiß, geht die Fluchtroute bis jetzt über Libyen zum Moment ein bisschen im Stocken, weil noch Winter ist. Danach geht es wieder über das Mittelmeer. Was ist jetzt sicherer? Ich auch zu bilateralen Zentren mit Sudan. Dieses Centre Polyvalent in Agadez, in Niger, als ausgelagerte, vorgelagerte Asylprüfstelle davon halte ich tendenziell wenig. Es ist aber doch schon mal eine Station, um Leuten medizinische Hilfe zu geben. Wir sind mit den Staaten schon auch im Gespräch, die Wege besser zu überwachen, um dort die Hilfe zu leisten. Nein, Sie steuern jetzt natürlich auf den heiklen Punkt zu, inwieweit kann man mit dem Polizeiapparat von Polizeistaaten zusammenarbeiten. Und da ist natürlich eine ganz ekelhafte Balance, die man da hinkriegen muss. Und wo müssen Sie die hinkriegen? Ja, gut, wir können uns an den Rand stellen und sagen, was in eurem Staat existiert, ist ja alles ganz schrecklich. Und weil ihr alle so unanständig seid, reden wir nicht mit euch. Wir versuchen schon, ihnen unsere Vorstellung einer menschenwürdigen Behandlung der Gewaltunterworfenen bei der Gelegenheit zu vermitteln und nahezubringen. Also es darf nicht herauslaufen auf ein Auf- und Ausrüsten des Unterdrückungsapparates, sondern wir müssen unsere Gelder nutzen, um für etwas mehr Verständnis und Rechtsstaatlichkeit dort in diese Apparate reinzuwirken. Und wenn das damit verbunden ist, dass sie dabei auch noch die neuen Geländewagen gestellt bekommen, dann müsste das wahrscheinlich in Kauf nehmen und hoffen gewaltig, dass die Wagen nicht nur zur Verfolgung, sondern auch zur Rettung der Leute nutzen. Also da überschreiten sie die Grenze. Ja, und diese Grenze ist das, wo wir finden, und das sind einige Entwicklungspolitiker und Menschenrechtler, dass sie keine Kooperationsstaaten oder Abkommen treffen können mit einem Staat wie Eritrea, wo sie auf der einen Seite sagen, wer flieht, 90% Schutz, wenn er Europa erreicht, aber jetzt gehen sie hin und machen ein Kooperationsabkommen, wo sie im Polizeiapparat mit kooperieren. Eritrea ist Teil des Khartoum-Prozesses. Und in diesem Khartoum-Prozess habe ich Ihre Frage nicht verstanden, ob man, was die Fluchtroute betrifft, Eritrea, Sudan, im Bereich der Migrations- und Fluchtkontrolle so aufrüstet, dass Flucht verhindert wird. Darum geht es im Endeffekt. Sie können das, glaube ich, noch eine Weile hin und her spielen. Finde ich auch grundsätzlich nicht uninteressant, aber wir sind ja auch Dienstleister, ich finde. Wir haben mehrere Fragen aus dem Forum. Haben wir irgendwo ein Mikrofon? Dort drüben bitte. Einmal das Mikrofon. Brauchen Sie
Mikrofone nicht mehr damit, wie sie verstehen, dann verändert die. Ja, vielen Dank. Nur ganz kurz zur Polizeiausbildung, vielleicht weniger in die Zukunft gedacht, sondern mehr die Geschichte. Die Bundesregierung ist seit 2009 in Saudi-Arabien aktiv, ein Projekt von IEDS zur Grenzsicherung. Und angeschlossen an dieses Projekt ist auch die Bedingung von IEDS, muss Bundespolizei dabei sein. Die Bundespolizei, seit 2009 bilden sie in Saudi-Arabien Polizei aus, die auch eingesetzt werden bei Demonstrationen, bei anderen Unruhen, die den saudi-arabischen Staaten nicht passen. Wurde bei Fokus genau dargestellt und in anderer Presse genau dargestellt. Also das ist jetzt einfach mal ein Faktum. Wie stehen Sie denn dazu, weil Sie sagten, Polizei ist so eine komplizierte Geschichte. Saudi-Arabien, die Fakten liegen auf dem Tisch. Mich würde Ihre Position dazu interessieren. Warten Sie noch einen Moment, wir sammeln mal kurz. Ich überlege die nächste. Ja? So, Eckhard Medico International. Wir haben heute eigentlich bei der Analyse der verschiedenen regionalen Prozesse eine ganz klare Konklusion gezogen. Und die war, Externalisierung und Abschottung setzt sich zwangsläufig fort. Wenn an einem Ort Abschottung passiert, setzt sie sich weiter fort an dem nächsten Ort. Wir haben das gesehen auf der Rabat-Route, wir haben es gesehen auf der Khartoum-Route. Wir haben versucht zu verstehen, was passiert im Khartoum-Prozess. Je weiter es wegrückt aus unserem Blickfeld, desto weniger verstehen wir, was passiert. Mit Regimen, wo wir zum Teil überhaupt keine Einblicke mehr haben, wie es bei Eritrea der Fall ist. Und wir haben heute gerade im Zusammenhang mit dem Khartoum-Prozess auch gesehen, mit welchen Zahlen wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir nach Sudan gucken, wenn wir nach Äthiopien gucken, wenn wir nach Uganda gucken. Und da frage ich mich, mit welcher Krise haben wir es eigentlich zu tun? Von welcher Krise reden wir eigentlich, wenn wir nach Deutschland gucken und glauben, wir könnten diese Krise, die für uns eine neue ist, obwohl sie seit vielen Jahren existiert, wir haben nur die Augen davor verschlossen, wir haben sie von uns weggeschoben, jetzt ist sie zu uns gekommen, ein Stückchen näher. Die Zahlen haben sich erhöht, aber sie sind immer noch im Vergleich zu anderen Weltregionen. Wir haben über Libanon heute gesprochen, wir haben über Türkei gesprochen, verhältnismäßig handelbar. Meine Frage wäre, wenn Sie jetzt sagen, die Bundesregierung unterstützt, Sie waren offensichtlich jetzt in Marokko mit Herrn Müller und haben dort auch Maßnahmen verhandelt, wo es zum Beispiel um Berufsausbildung geht, dann frage ich mich, wenn uns jetzt im Kontext Valletta neben Militär und Polizeihilfe, worüber wir auch schon gesprochen haben, sowas wie Berufsausbildung für ein Land wie Marokko oder Eritrea angeboten wird, einem Land, aus dem viele junge Menschen weggehen, weil es keine Berufschancen gibt, dann hat man doch das Problem nicht verstanden. Muss man da nicht ganz woanders ansetzen? Okay. Gibt es eine dritte Frage? Jetzt, ja, bitte. Ich sehe gerade von TU Berlin. Ich habe zwei ganz kurze Fragen, ich kann nicht lange reden. Nummer eins, ist es eine moralische Frage oder ist das eine wirtschaftliche Frage? Und Nummer zwei, haben Sie ein paar Ideen oder konnten Sie ein paar Ideen geben, wie sowohl Türkei 2,5 Millionen Flüchtlinge integrieren sollen? Weil hier in Deutschland reden wir nur von Integration und nichts anderes. Danke. Dankeschön. Jetzt Sie bitte. Mein Name ist Andrea Hitzemann, Caritas International. Ich freue mich aufrichtig, dass wir gerade ein BMZ haben, das einen Weltsozialvertrag fordert und auch eine Umverteilung grundsätzlich einfordert. Umso erfreulicher ist es natürlich, dass gerade auch der Minister aus Bayern kommt und damit auch Bayern ein anderes Bild bekommt auf diese Weise. Aber ich meine auch, dass es eine grundsätzliche Umorientierung der EZ geben müsste und geben muss. Denn ich glaube nicht, dass mehr EZ Fluchtursachen bekämpft, sondern vielleicht auch EZ Ursache von Fluchtursachen ist und von Fluchtbewegungen ist. Und wir, glaube ich, da ein grundsätzliches Umdenken brauchen, auch neue Konzepte brauchen, denn im Augenblick ist die EZ ja auch in erster Linie eine staatliche EZ, das heißt, relativ große Summen Geld werden von Staat zu Staat verhandelt. Und ich glaube, dass hier ein Umdenken auch in Richtung mehr zivilgesellschaftlich
Finanzierung, Engagement notwendig ist, dass wir auch in vielen Ländern auch eine andere Art von Partner brauchen als nur den Staat, um ein anderes Konzept von EZ langfristig bzw. auch kurzfristig zu entwickeln. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, nur bitte Sie auch nicht. Bitte. Ja. Ich habe durch mein 77 Jahre Leben nie ein moralisches Dilemma gehabt, wie das, was wir heute Abend hier diskutieren. Auf der einen Seite ist mein ganzes Herz mit all den sehr, sehr guten idealistischen Menschen, die von Menschenrechten reden, die sich in die Situation, die tatsächlichen Menschen, die sich durch die Flüchtlinge hineindenken, das Unmögliche, was die alles überlebt haben, etc. Als Priester identifiziere ich mich 100% mit dieser Vision. Aber ich kann mein Gehirn auch nicht abschalten und mich eindenken an einen Politiker, die vor einer ganz schwierigen Situation sind. Ich habe Ihnen direkt mal gehört, dass wenn die Politik so weitergeht mit der Akzeptation von Flüchtlingen, wie es sehr lange dauern wird, bis die ADF die SPD überholen werden. Wenn diese Kräfte in Deutschland wirklich eine politische Macht werden, dann wird es für die Flüchtlinge noch 10-mal schlimmer werden als alles, was wir heute Abend diskutiert haben. Wo, die Frage jetzt die von Herrn Burkhardt und Groß für die Welt ist, Sie setzen sich in die Situation von Frau Merkel, von Herrn Gabriel etc. Was ist Ihre praktische Lösung in diesem Dilemma? Ich sehe keine Lösung. Ich glaube, was ich heute Abend gehört habe, gibt mir auch keine Lösung. Gut. Ich würde sagen, dann, wenn ich jetzt nicht noch. Doch. Ich würde, glaube ich, danach sind wir, glaube ich, sofort von der Zeit, dass wir noch eine weitere Runde mehr machen. Deshalb am besten jetzt alle Fragen, die gestellt werden wollen. Dort hinten noch einmal bitte. Ja. Franziska Marie, Brot für die Welt. Vielleicht ein Ausblick, also auch in die Richtung, wie geht es weiter, aber nicht ganz so pessimistisch. Die Unterscheidung zwischen Flucht und Migration, die gefallen ist, finde ich gut und richtig. Ich denke, Flucht und Flüchtlingspolitik ist wirklich, da geht es um Leben und Tod. Da gibt es eigentlich keine Frage, da muss geholfen werden, da muss noch direkter geholfen werden, da muss die Marine, die jetzt auch vor Griechenland ist, die Menschen eben, bevor sie ersaufen, auch retten, das ist klar. Aber haben wir nicht eine Chance, wenn selbst der Seehofer sagt, naja, 200.000 Leute können wir verkaufen, aber nicht eine Million, aus dieser Situation, die wir haben, eine andere Migrationspolitik zu entwickeln. Denn das ist ja das, was uns langfristig bewegen wird, wenn wir es schaffen, tatsächlich diese Krisen im Nahen Osten vielleicht mal zu überwältigen. Wie gesagt wurde, dass gerade der Nachbarkontinent wird ja einen Migrationsdruck auf uns ausüben in irgendeiner Form. Sowohl in der Kohärenz von Politiken, die Migration zumindest pushen, das heißt andere Handels-, andere Wirtschaftspolitik, gibt es da mehr Sensibilitäten nach dieser Krise? Und zweitens, wann schaffen wir es endlich mal überhaupt, eine Migrationspolitik in der Form zu schaffen, dass wir sichere und auch sichtbare Migrationswege nach Europa überhaupt schaffen? Das heißt, wenn wir jetzt fast über 1 Million aufnehmen konnten in relativ unproblematischer Situation, dann können wir natürlich auch jährlich Migrationsquoten von, was weiß ich, 500.000 oder 1 Million jährlich von Menschen auch anbieten, wie andere Migrationsländer. Und ist das nicht sozusagen auch die Chance in der Krise, dass wir tatsächlich eine Sensibilität in der Bevölkerung dafür haben, dass wir uns dieser Frage Einwanderungsland, Migration, geregelte Migration auch stellen müssen und stellen werden, um eben nicht jedes Jahr in so eine Situation zu kommen aus Migrationsgründen und hoffentlich nicht nur aus Flucht. So, vielen Dank an die vielen, vielen Fragesteller. Wir haben Saudi-Arabien, wir haben Abschottung als Domino, wir haben die Berufsausbildung in Eritrea, ist das nicht die falsche Antwort? Wir haben die Frage nach Asyl, ist das jetzt Moral oder Wirtschaft? Wir haben, warum kann die Türkei 2,5 Millionen, wird schon ein bisschen einer schon schwer. Wir haben die
Z als mögliche Fluchtursache, muss man dann nicht radikal umdenken, warum tut man es nicht? Wir haben den Vorschlag, die EZ stärker privat zu finanzieren als nur staatlich. Und wir haben die Frage, wir sagen ja alles schön idealistisch, aber wenn die AfD so stark wird, dann sind wir doch alle im Eimer, was machen wir denn da? Und schlussendlich die Frage, was können wir von dem allem für eine Einwanderungspolitik lernen? Ich will es einfach einmal die Reihe rumgeben und Sie zu dem antworten lassen, was Sie gerne beantworten möchten. Und wenn irgendetwas gar nicht beantwortet wird, dann werde ich darauf papierfüllig hinweisen. Also ich würde auf die letzte Frage angehen, weil die uns natürlich alle beschäftigt. Und ich glaube, der erste Punkt ist, dass Sie und wir alle keine Politik brauchen, die falsche Versprechungen macht, die etwas darstellt, das nicht eintritt. Es ist eine Illusion zu glauben, dass Flüchtlingszahlen in diesem Jahr niedriger wären als im Jahr 2015. Dieser Eindruck wird erweckt. Wenn ich das tue, wird die Situation weiter in diese Richtung laufen, wie sie geht. Das zweite ist, wenn ich weiß, eine Entwicklung ist so unschön, wie sie ist, es ist nicht schön, wenn Menschen fliehen müssen, muss ich mich erstellen, muss reagieren und muss vernünftig reagieren, rational reagieren. Das Gegenteil ist der Fall. Kleine Beispiele, vorhin durfte ich ja nicht. Es ist nicht möglich, dass ein Iraner, der in Frankfurt eine Vierzimmerwohnung besitzt, hierher flieht, war schon mal da, in seine eigene Wohnung zieht. Das ist eine Erstaufnahmelage. Es ist nicht möglich, dass eine junge irakische Frau sie ihrem Onkel zieht, deutscher Staatsbürger, Freund von uns, sondern sie muss dann nach Friedland umziehen. Also wir haben eine Gängelung, die unglaublich ist, die Hilfe, und zwar Hilfe der hier lebenden Flüchtlinge, verhindert. Das kann man anders machen. Wir brauchen eine Außenpolitik, klug ist, das heißt Konflikte reduziert, und Konfliktreduktion heißt auch Aufnahme von Flüchtlingen. Das muss man machen. Und was wäre klug gewesen, wenn man die Nachzugsprogramme aussetzt für Syrer mit Angehörigen hier fortgesetzt hätte, weil dann stellen die Menschen sich an, wenn sie Chance haben, legal reinzukommen und gehen nicht überstürzt die Boden an. Sie haben den Punkt, dass wir vor einem Jahr diskutiert hatten, welche Chance liegt denn für die aufnehmende Gesellschaft bei Flüchtlingen. Pro Asyl ist das nicht vorrangig, für uns geht es um die Frage, brauchen wir Schutz, aber es war eine rationale Debatte, die von Wirtschaft und anderen durchaus mit interessanten Argumenten geführt wurde, dass wenn Menschen kommen, sie auf Dauer, wenn Integration funktioniert, dann muss ich zu Beginn investieren, durchaus ein Gewinn für eine Gesellschaft sind, für beide Gesellschaften sind. Und sie sind letztendlich am Punkt der Europäischen Union, wo diese Bundesregierung die Retourkutsche erlebt für ihre Europolitik. Ja, die stehen sich schon alle bequem zurück und sagen, ihr habt mich aufgetiert, was die Wirtschaft betrifft, und jetzt guckt mal, wie ihr klar mit einem anderen Feld, wo ihr uns braucht. Das heißt, wenn man eine nationale Politik im nationalen Interesse, und es war die Europolitik und die Wirtschaftspolitik, durchzieht, gibt es irgendwann eine Retourkutsche. Die finde ich nicht prickelnd, die finde ich nicht schön. Und ich glaube, an der Stelle können wir im Moment nur sagen, es gibt keine Stellen, es gibt keine einfachen Lösungen, es sei denn, wir werfen all das über Bord, was uns wichtig ist, und das sind Menschenrechte. Und die werden wir in den kommenden Wochen und Monaten mit Zähnen und Klauen verteidigen gegen alle Versuche seitens der Regierung, sie kleinzureden. Und da bin ich voll bei Thomas und allen, die auf eine lange Sicht eine andere Wirtschaftspolitik wollen, eine andere Exportpolitik für Waffen, was auch immer. Ich will nur keine kurzfristige Schrauberei an Menschenrechten, Flüchtlingsrechten, weil die immer nach hinten losgehen. Und das ist die große Gefahr, wo wir da entstehen und richtig gefährlich wird, wenn Politik hoffnungslos wird. Das ist sie im Moment. Ich fange mal mit dem Bereich an, bevor wir anfangen, Papierbügel zu drehen. Also, Polizeizusammenarbeit mit Eritrea gibt es nach meiner Kenntnis nicht. Punkt. Saudi-Arabien hat hier Projekte gehabt, das heißt immer wir, also ich würde jetzt nicht davor weg und will auch nicht sagen, dass ich da nicht da war, hat die Regierung gemacht. Soweit ich weiß, sind die inzwischen beendet worden. Ja, die Bundespolizei hat sich weitestgehend da zurückgezogen. Es bleibt auch dort der Bereich,
wenn wir mit Saudi-Arabien nicht reden, können wir auch nicht dazu beitragen, dass man zwischen Iran und Saudi-Arabien vielleicht auch mal wieder zusammenkommt. Bei Saudi-Arabien, ich bin da selbst auch Bosnien gewesen, ich habe eine Vorstellung von dem Land, sehe ich die Schwierigkeiten, das ist sozusagen dieser Balanceakt. Bei Eritrea sehe ich tatsächlich keine Möglichkeit, mit denen im polizeilichen Bereich zusammenzuarbeiten. Bei Saudi-Arabien bemühen wir uns schon über die technische Ausrüstung dort auch Einfluss zu nehmen auf sonstige Entscheidungsmodelle und Entscheidungsmuster. Wir können uns unsere Gesprächspartner weltweit nicht heraussuchen. Wir müssen eigentlich noch mit denjenigen, die gerade für den NRW Großraum Rückenlinie zuständig sind, im Gespräch bleiben. Also interessant, das können wir weiterhin nochmal vertiefen. Aber mir ist bewusst, wie heikel dieser Balanceakt da ist. Migration. Ich selber bin ausdrücklicher Befürworter eines solchen Migrationskreislaufs. Ich habe aus deutschem eigenen Interesse und damit kriegen wir auch die Gesellschaft gewonnen. Diese Lebenslüge, wir seien kein Einwanderungsland, ist Gott sei Dank geworden. Deutschland braucht, ich glaube, ein Netto-Saldo von 700.000 im Jahr, um überhaupt die Arbeitsbevölkerung zu halten in der Relation zu der Ruhestandsbevölkerung. Die müssen irgendwo herkommen. So, ein guter kommt dadurch die Mobilität innerhalb der Europäischen Union, die Freizügigkeit. Probieren wir nochmal für unsere südeuropäische Partner mal hoffen, dass auch dort die Verhältnisse sich mal wieder so entwickeln, dass wir auch wieder zurückwandern. Das heißt, wir haben ein grundsätzliches Interesse. Das bedeutet auch, wir haben ein Interesse an Facharbeitern, Fachkräften, wir brauchen platt gesprochen mehr Krankenschwestern als Ärzte. Diese Ausbildung soll draußen erfolgen, weil auch dann die Länder selber davon etwas haben, um diesen Migrationskreislauf auf die Art und Weise in Bewegung zu bringen. Und insoweit, einmal mehr, es ist gesagt worden, ich bin kein Anhänger der staatlichen Entwicklungshilfe. Nochmal, die Heimatüberweisungen der Arbeitsmigranten sind viermal so hoch wie die Entwicklungshilfe. Und die Gelder kommen da an, wo sie hinkommen sollen, nämlich bei den Familien und nicht bei irgendwelchen staatlichen Eliten, die sich daran möglichst auch wieder selber nur bereichern. Letzter Punkt, das Asylrecht ist kein Wirtschaftsrecht. Beim Asyl zahlen wir drauf und das sollte aber auch keine Kategorie sein. Und da bin ich mit meinem Nachbarn jetzt einer Meinung, Asyl hat jetzt mit Wirtschaftsfragen nichts zu tun, das ist eine moralische Verantwortung, in der versuchen wir bestmöglich gerecht zu werden. Und darüber hinaus, ich befürworte die Kontingente auch nach Deutschland, würden wir wünschen, dass wir es notfalls auch ohne die europäischen Partner durchziehen. Die Union hat sich da sehr weit zurückgezogen und die Gruppe der Willigen, die da mitmachen wollen, wird an sich auch immer kleiner. Und sobald wir Kontingente haben, ist auch für mich vorrangig, dass wir die Familien nachholen, derjenigen, die bereits hier alleine sind. Wobei, den Seiten, die beiden noch nicht verkneifen, also der iranische Flüchtling, der zu seiner Vierzimmerwohnung nach Frankfurt kommen wollte, steht nicht im Zentrum meiner Besorgnis. Ja, es waren zu viele Einzelfragen, um darauf einzugehen, aber natürlich ist mir nochmal einig, Ihren Namen nicht verstanden, nochmal so die Frage zurückgeblieben, wir hätten jetzt alle auch keine Antworten darauf gegeben, auf Ihr Dilemma. Und natürlich ist es eine Frage, die uns alle beschäftigt, weil wir stehen ja auch nicht alle hier, sitzen nicht jeden Abend in den Raum mit hauptsächlich Gleichgesinnten, sondern wir sitzen auch in der Kneipe mit Freunden und fallen irgendwie fast vom Stuhl und rennen entsetzt raus. Was wir natürlich Tag für Tag hören. Aber ich glaube, dafür bedarf es eben etwas, wo man dann doch irgendwo sagt, auch um die Brücke nochmal zu schlagen zur Bundesregierung, wo es eben auch irgendwo ein gemeinsames Einstehen für das geben muss, wo man eigentlich gedacht hat, wo wir im letzten Sommer waren. Und das ist eben etwas, und das hat ja Günther Burkhardt auch nochmal gesagt, man sieht es eben auch nicht mehr in der Regierung. Dieses Einstehen der Willkommenskultur, dass es mal für 3 Monate da ein Honeymoon gab in einer Begeisterung, das ist ja lange vorbei. Und man sieht jetzt eine Myriade von Gesetzesverschärfungen, die eben nicht dazu dienen kann, auch einen Meinungsumschwung zu machen, auch nochmal ein Gefühl zu machen, für das, was wir als Zivilgesellschaft fordern, zu sagen, man muss eben jetzt auch zusammenstehen und man muss auch natürlich hier jetzt unserer moralischen Verantwortung oder für uns auch in unserer christlichen Verantwortung gerecht werden und hier auch in gewissem Maße die bescheidenen Opfer bringen. Letztendlich sind es ja doch für die meisten, eben für die deutschen Bundesbürger auch bescheidene Opfer, wenn man das eben vergleicht nochmal mit dem, wenn man nach Afrika guckt, was wirklich die Staaten für Opfer bringen, wenn man sieht, wie da viele Staaten ja viel, viel höhere Quoten haben,
Flüchtlinge aufzunehmen, als wir sie sehen. Wenn wir am Horn von Afrika sehen, dann ist ja so, dass selbst so in bitterarme Länder wie Äthiopien oder Sudan auch riesige Zahlen im Millionenbereich von Flüchtlingen aufgenommen haben. Diese Länder haben, viele von denen haben 1, 2 bis zu 5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Aber ich glaube eben auch, um nochmal die Frage zu sagen, was kann man tun? Wäre mir natürlich schon eigentlich recht, jetzt gar nicht, um auch nochmal diesen großen Ruf zu machen, der genannt wurde und bestimmt gleich auch nochmal kommen wird zu meiner Linken, wenn einfach auch das gemacht wurde, was jetzt versprochen wurde in der Flüchtlingspolitik, wenn ich an die Entwicklungspolitik komme. Und da möchte ich doch nochmal das zu wiederholen, zu sagen, ja, lasst uns doch wirklich dabei arbeiten, strukturelle Fluchtursachen zu bekämpfen und opfert nicht die langfristige Entwicklungszusammenarbeit gegenüber kurzfristigen Erwägungen. Man kann da grundsätzliche Zweifel dran haben. Wir sind schon natürlich der Meinung, dass man grundsätzlich da was Positives tun kann. Was aber, ich glaube, relativ klar ist, dass wenn man jetzt eben wegen den Bedürfnissen zur humanitären Hilfe im Umfeld von Syrien und Irak eben Afrika total vergisst und nun abrupt eben langfristige Entwicklungszusammenarbeit zusammenstreicht und eben auch nicht bereit ist, humanitäre Hilfe in Situationen zu leisten, die nicht weniger dramatisch sind, sondern in vielen Fällen noch viel dramatischer. Wir haben das heute gehört eben nochmal. Dann wird man natürlich schon sehen, wie man eben Regionen destabilisiert und wie dann eben sich relativ kurzfristig, da reden wir jetzt nicht über die Klimaflüchtlinge, die in 10 oder 20 Jahren kommen, da reden wir dann über einen Zeitraum von 2 Jahren, wo vielleicht die Leute kommen, wenn eben weiterhin durch die Dürre die ganzen Länder am Horn von Afrika nochmal weiter deutlich destabilisiert sind. Und das ist schon nochmal das, womit ich auch hier schließen will, zu sagen, eben Fluchtursachen bekämpfen heißt eben jetzt nicht, etwas getrieben von den Medien, auf die Konflikte zu gucken, die offensichtlich sind, sondern schon in der Verantwortung in der Bundesregierung, aber auch wir als NGOs natürlich bereit zu stehen, bei unseren Anteil zu tun. Und das vielleicht als allerletztes, ich glaube, das ist auch noch etwas sicherlich, das dürfen wir auch sagen, wir natürlich auch als Brot für die Welt auch sicherlich noch weiter lernen müssen und zu sagen, auch wir müssen uns noch viel mehr natürlich diesen Flüchtlingsströmen innerhalb von Afrika stellen und unsere Entwicklungszusammenarbeit auch da noch weiter ausbauen. Bevor ich zu dem großen Wurf komme, möchte ich mal sagen, dass ich mit all dem, was an unmittelbaren Dingen zu leisten, durchaus einverstanden bin. Das ist keine Frage. Und wenn wir zum Beispiel jetzt über die humanitäre Unterstützung reden, dann könnte ich jetzt jede Menge Beispiele geben. Zum Beispiel, was Medico seit geraumer Zeit übrigens mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes, mit finanzieller Unterstützung tut, im Libanon, wo wir Partner fördern in der Betreuung von Menschen vor Ort, die aus Syrien geflohen sind. Oder Palästinenser geflohen. Oder die Arbeit, die wir in Afrika, im Sahel, in Mali, zum Beispiel in Mauretanien mit Partnern, wo wir Leute, die hier von hier aus abgeschoben worden sind, auffangen, helfen mit unseren Partnern vor Ort. Und unterstützen. Das sind alles kleine Projekte, die wir leisten, wo wir auch manchmal, wie gesagt, mit den Auswärtigen zusammenarbeiten, uns auch wünschen könnten, dass wir das noch intensivieren. Keine Frage. Wunderbar. Das Problem ist, und das ist im Bericht der Bundesregierung über den Stand der humanitären Hilfe nachzulesen, in ihrem Bericht an das Parlament, dass der Bedarf für diese Art von Hilfe inzwischen die Mittel überschreitet. Dass wir in Krisen hineinlaufen, in Krisen hineinsteuern, die ein Bedarf an dieser Art von Unterstützung erfordert, die keine Regierung und niemand mehr aufbringen kann. Deswegen an der Stelle die Notwendigkeit, gedanklich umzusteuern. Und da sind wir an der Stelle, wo wir sagen, wir verteidigen natürlich die Hilfe, die wir leisten, aber wollen auch Situationen schaffen, wo diese Art von Hilfe nicht mehr notwendig ist. Wo wir sie sozusagen überwinden können. Dieser Doppelschritt, das ist das, was für uns wichtig ist. Und aus dieser Position heraus entwickeln wir dann diese großen Vorschläge. Logischerweise, weil wir die brauchen. Sonst kommt man mit den Konflikten nicht zurecht. Sonst werden sie auch mit der humanitären Hilfe, die das Auswärtige Amt aufgestockt hat, wunderbarerweise ganz toll den Problemen nie mehr Herr werden können. Das ist der Punkt. Und an der Stelle ist das Umdenken notwendig.
Klar, es geht nicht mit Entwicklungsprojekten, die irgendwo immer nur einen Reparaturbetrieb darstellen an einer Situation, die auf eine andere Weise verursacht ist. Und wenn der Entwicklungshilfeminister solche Dinge sagt, dann nehme ich ihm das erstmal als eine Meinung ab, aber er vertritt eine Politik einer Institution oder einer Bundesregierung, die ganz andere Dinge betreibt. Deswegen muss man ihn an der Stelle auch immer wieder dann beim Wort nehmen oder kritisieren und fragen, dann lass doch daraus Realität werden. Wenn wir über Fluchtursachen reden, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass alle, jetzt wird es ganz groß, dass die Hauptursache wir selbst sind. So wie wir hier leben. Das ist das, was der Entwicklungshilfeminister gesagt hat. Dieser Wohlstand, den wir uns hier dargestehen, wird auf Kosten anderer gemacht. Das ist auch in dem Satz des Regierungsbeamten drin, der gesagt hat zu den Freihandelsabkommen, wir müssen aufpassen, dass die negativen Effekte für Afrika nicht allzu groß sind. Da ist es immer angedeutet schon, dass die zerstörerische Entwicklung auf eine gewisse Weise sich fortsetzen wird. Damit auch die Flucht und die Migration größer wird. Wir müssen also sehen, dass im Rahmen dieser Globalisierung, so wie sie stattfindet, die Migration und die Flucht sozusagen die andere Seite der Medaille ist. Wenn sich das so fortsetzt, gehören die Dinge miteinander zusammen. Und das ist die große Herausforderung, vor der diese Gesellschaft steht. Sie muss auf der einen Seite die Lüge beseitigen, sie muss rein Wein einschränken, sie muss deutlich machen, das ist keine Ausnahmesituation, sondern es ist sozusagen die Realität. Das ist der Zustand, den wir jetzt haben. Und das wird auch sich weiter fortsetzen. Und da müssen dann eben die ganzen Lösungen gefunden werden. Aber parallel muss auch das Umdenken stattfinden. Es muss dann wenigstens beginnen. Und da ist jetzt das nicht, da muss man nicht unbedingt so ganz hilflos sein an der Stelle. Da gibt es Handlungsoptionen. Und wie wir das eine nennen, ist TTIP. Nehmen wir das Beispiel. Das Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA. Das ist etwas, wo ich sagen könnte, hier ist die Bereitschaft der Bevölkerung, der Druck aus der Bevölkerung ist längst so groß, dass Politik einlenken könnte und sagen, wir machen das nicht. Wir gehen an der Stelle einen anderen Weg. Wir antworten auf die Herausforderungen aus der Gesellschaft und nehmen diese Idee, die völlig absurd ist, zurück. Die Effekte sind alle beschrieben, die so ein Abkommen haben könnte, und man kann es einfach einkassieren und sagen, wir machen es nicht. Das hätte auch einen demokratietheoretischen Erfolg. Wir wissen alle, dass dieses TTIP-Abkommen in totaler Intransparenz verhandelt wird und wo letztendlich das Argument der Rechten und der Pegida, die in der EU über ein undurchsichtiges bürokratisches Gremium sehen, nochmal Nahrung bekommt. Das ist das Verrückte an solchen Situationen. Das ist sowas auch noch befördert an der Stelle. Hier einen Schritt zu gehen, das wäre möglich. Natürlich könnte Politik an der Stelle reagieren. Mit der Unterstützung der ganzen Bevölkerung, die sagt, wir wollen das nicht. Das könnte europäisch verhandelt werden, da könnte europäisch anders gehandelt werden. Ich meine, hier sind Punkte durchaus zu gehen, die letztendlich deutlich machen, dass wir nicht unbedingt die Hände in den Schoß legen müssen, dass diese großen Dinge, von denen immer die Rede ist, gar nicht so groß sein müssen, dass eine Bereitschaft existiert, dass es eigentlich nur noch an den Willen fehlt, der Politik, da tatsächlich diese Schritte zu gehen. Vielen herzlichen Dank, das war ja ein schönes Schlusswort. Ich fühle auch noch, ich fasse das nicht alles zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dem Auftrag, Wegmarken einer rechtebasierten und entwicklungsorientierten Migrations- und Flüchtlingspolitik zu identifizieren, zu überlegen, wie kann das weitergehen, ob wir dem wirklich gerecht geworden sind oder auch gerecht werden konnten, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass sich ganz viele von uns, und von uns meine ich in diesem Fall NGOs, aber auch Medien, oder Leute, die sich privat freiwillig engagieren in einer der vielen Initiativen. Ich glaube, wir handeln uns alle so ein bisschen gerade von Tag zu Tag, stehen alle unter Druck und haben genau, um diese Wegmarken zu setzen, noch größere Schwierigkeiten. Ich glaube, was ich sehr stark vermisse, ist ein ganz blöder, einfacher Wert, und das ist ein bisschen Mut. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo man Mut braucht, auch bei bestimmten Prinzipien zu bleiben. Es sollte eigentlich keinen Mut erfordern, bei der Verteidigung von niedergeschriebenem Recht, wie es Menschenrechte sind, wie es ein Asylrecht ist, zu bleiben. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber heute nicht mehr. Wir sind unter Druck und wir brauchen dann mehr Mut. Wir brauchen auch Mut, das aufzugreifen, was Thomas Gebauer gesagt hat. Ich erinnere vieles an der Diskussion, erinnert mich so an den grünen 5-Mark-Beschluss von Magdeburg damals, wo sie gesagt haben, jeder Benzin müsste eigentlich 5 Mark kosten. Und damit natürlich auf die Nase gefallen. Heute denken alle, alles, was man sagt an Wahrheit, sei so ein 5-Mark-Beschluss, dadurch kann ich nur verlieren. So wird man nicht weiterkommen. Ne? Also, ich
ziehen Sie daraus irre, dass genau das Ihnen engagieren in Flüchtlingsinitiativen und das machen. Gelten die als die großen Naiven, die die Probleme nicht sehen wollen oder weg ignorieren? Also genau andersrum. Genau andersrum ist der Fall, weil wir kriegen es irgendwie nicht hin, das mal klarzumachen, dass diejenigen, die meinen, wir könnten mit einem abgeschotteten Europa als Insel der Wohlständigen und des Friedens uns weiterhin gegen eine Welt behaupten, die so langsam aber sicher auch durch unser eigenes Tun in die Brüche geht. Das ist naiv, das anzunehmen. Das kriegen wir aus irgendeinem Grunde nicht rübergebracht. Ich glaube, da müssen wir eine ganze Menge noch unternehmen, um auch hier in der Gesellschaft und in unseren Gesellschaften tatsächlich nicht dieser blöden AfD hinterher zu rennen. Das ist ja grauenvoll, wenn wir aus diesem Ding nicht rauskommen. Ich glaube, da haben wir als Medien eine Aufgabe, da haben die NGOs eine Aufgabe, da hat aber bitte hoffentlich auch die Politik eine Führungsaufgabe, die sich für meine Begriffe zu wenig wahrnimmt hier. Das ist jetzt mein Schlusswort gewesen zu der Geschichte. Sie haben heute viel, viel mehr diskutiert, sehr viel spannende Sachen diskutiert. Ich finde auch, wozu wir jetzt heute Abend hier kaum gekommen sind, aber was Sie alle aus Ihrer Arbeit kennen, nämlich die Zusammenarbeit mit internationalen Partnerorganisationen, die eigentlich an gleichen Punkten nur in unterschiedlichen Gesellschaften und mit unterschiedlichen materiellen Voraussetzungen arbeiten, ist hier heute Abend vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen und ich glaube den ganzen Tag nicht. Ich hoffe, dass der bereitstehende Wein irgendwo dazu führen wird, gibt es doch noch irgendwas, ja. Ne? Dazu führen wird, diese Beziehung auch noch ein bisschen weiter zu verknüpfen, sofern sich im Raum besteht. Ich danke Ihnen allen herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich danke den vielen Herren hier für Ihre Diskussion und ganz, ganz herzlich den Dolmetscherinnen, den ganzen Tag einen super Job gemacht haben.